Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Was für ein wunderschöner Abend, nicht nur vom Wetter her, wir könnten heute eigentlich ja fast Outdoor moderieren, muss man sagen. Gerne. Morgen ist Feiertag, das heißt, Sie können heute den Abend genießen, lang ausschlafen, Glas Wein, was immer gefällig ist. Und dann natürlich wie immer am Dienstagabend unsere allerliebste Duellsendung, das Zuckergoscherl aus der Steiermark, wie ich zu sagen pflege, Gerald Gross. Servus Wolfgang. Gestern auch schon in Hochform. Hallihallo, der Mann hat's drauf. Und Sebastian Bornmänner, der ihm gleich die grüne Unterhose ausziehen wird, richtig? Oder die blaue, wenn wir politisch sprechen. Oder so. Nicht über Unterhosen reden. Genau. Schon gar nicht über ihr. So. Also, meine Damen und Herren, wir starten in den Dienstag mit Ihr, meinem, unserem Lieblingsduell. Wir wissen, wir haben alle zwei Lieblingsduelle, aber eines dieser zwei Lieblingsduelle läuft heute. Gerald Gross gegen Sebastian Bornmänner. Und wir fangen an mit dem originellsten und witzigsten Thema des Tages. Hat schon den Vormittag in ein Quotenhoch getrieben. Ein neuer Superstar, ist am Himmel der Politik aufgetaucht. Dominik Vlatsny, alias Marco Pogo oder so? Pogo, genau. Pogo, alias Bierpartei. Ist da, wird antreten, wird die Nationalratswahl verschönern, das Ganze originell machen, sorgt ein bisschen für unsere Quote, sorgt ein bisschen für ihren Humor. Das Ganze wird nicht bierernst, sondern bierlustig. Die Bierpartei ist da. Sebastian, du bist immer ein Fan von solchen Neugründungen. Eine Zeit lang hat der Marco Pogo extrem gut gefallen. Bist du noch immer Marco Pogo und Bierpartei-Fan? Nein, weil ich dann interessiert bin, wenn es nicht wirklich ernst ist. Also zum Beispiel bei der Bundespräsidentschaftswahl fand ich ihn interessant. Ich meine, da haben wir halt wirklich ein paar sehr schwierige und verhaltensoriginelle Kandidaten. Nein, das wollen wir nicht behaupten. Da waren großartige Kandidaten, vor allem aus der Steiermark. Aha, genau, ja. Nein, so. aber da fand ich ihn gut. Da fand ich es gut, dass er diese Aufmerksamkeit genutzt hat. Er hat da so schöne große Tafeln hingestellt, wo er seine Themen draufgeschrieben hat. Da ging es zum Beispiel auch um den Tierschutz, der mir sehr wichtig ist. Da fand ich es gut. Ich habe mir gedacht, ja, kann nicht schaden, bei einem Bundespräsidentschaftswahlkampf, wo es eh schon relativ klar ist, dass der Van der Bellen wiedergewählt wird, dass da ein Kandidat ist, der halt nicht mit irgendwelchen ausländerfeindlichen Sprüchen daherkommt, sondern mit sinnvollen inhaltlichen Positionen. Okay. Seither hat man keine einzige inhaltliche Position von Marco Pogo gehört. Er sitzt seit, glaube ich, mehreren Jahren im Bezirksparlament in Wien. Auch da bekommt man nicht wahnsinnig viel mit, außer irgendwelche Beschlüsse oder Anträge zu Bierbrunnen. Jetzt wird es Leute geben, die sagen, ja, wird auch für viel anderen Blödsinn Geld ausgegeben, zum Beispiel Fantasieuniformen oder Reiterstaffeln, die dann wieder zurückgeschickt werden müssen. Kann man gelten lassen, aber andererseits denke ich mir, diese Wahl, diese Nationalratswahl ist so wichtig, weil sie eine wirkliche Richtungswahl zu werden scheint. Also es geht um die Frage, kriegen wir die nächste, vielleicht die erste blau-schwarze Regierung in Österreich und damit wirklich einen absoluten Rechtsruck, oder können wir es schaffen, eine Mitte-Regierung zu machen, oder geht es sich vielleicht sogar eine linke Regierung aus. Und in so einer Situation bin ich mir nicht sicher, was für einen positiven Beitrag ein Marco Pogo mit seiner Papierpartei, der noch immer nicht aufgehört hat, irgendwelche halblustigen Witze zu machen, wie heute zum Beispiel, das Glas ist halb voll und so weiter. Also er hört ja nicht auf, das Ganze selber irgendwie lächerlich zu machen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es einen Anteil von Menschen gibt, und das haben wir ja auch bei den letzten Wahlen gesehen, die lustigerweise sogar aus dem FPÖ-Segment kommen, die Marco Pogo wählen, weil sie sich denken, ist eh schon alles wurscht, und der Typ steht zumindest für ein paar Promille, und das kann man gut finden. Aber ich finde es eigentlich schade, weil ich glaube, dass er nicht nur der FPÖ Stimmen nehmen wird, sondern er wird vor allem auch der SPÖ, den Neos und den Grünen Stimmen nehmen und schon gar nicht der ÖVP. Und das finde ich schade, weil ich glaube, also ich persönlich als Linker würde mir wünschen, dass wir keine extrem rechte Koalition bekommen, und ich glaube, dass Marco Pogo die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine solche bekommen, vergrößert und nicht verkleinert. Also du hast ihm die politische Freundschaft jetzt aufgekündigt. Ja. Kein Marco Pogo-Fan mehr. Kein Marco Pogo-Fan. Dass Gerald Gross kein Marco Pogo-Fan ist, wissen wir. Auch wenn er gelegentlich ein Bierchen trinkt, hat ihn das noch nie in die Nähe der Bierpartei gebracht. Wie siehst du als kritischer Beobachter Marco Pogo die Bierpartei und sein Antreten bei der Nationalratswahl?
Was ich sehr schade finde, ist, dass es trotz künstlicher Intelligenz noch immer kein Geruchsfernsehen gibt, weil dann würden die Seherinnen und Seher heute den Angstschweiß meines linken Bübchens riechen, der ja gerade um das Wahlergebnis seines Andi Babler mit 18% aus Dreiskirchen fürchtet und seiner Freunde von den grünen Innen, denen das Binnen-I bekanntlich wichtiger ist als die Sicherheit von manchen Frauen in unserer Gesellschaft, weil Marco Bogo, und ich begrüße die Kandidatur, weil ich ein Demokrat bin, das selbstverständlich, weil Marco Bogo genau nun das bringt, was im Übrigen heute bereits Haselmeier gesagt hat, was im Übrigen Lassars Feld genauso sieht, was du wahrscheinlich in deiner Umfrage die nächsten Wochen herrlich abbilden Donnerstag oder wann du sie auch immer veröffentlichst und alle anderen Umfragen, dass der Marco Bogo jetzt in Wahrheit, wie würde man das nennen, die Sterbehilfe für den Herrn Babler ist, glaube ich, oder? So nennt man das. Sterbehilfe? Also, ja, natürlich. Weil da ist er mit Dreiskirchner, Bier oder mit was? Ja, da ist ein Dreiskirchner Bürgermeister, der eine Randy Wagner gestürzt hat, die 25% in den Umfragen hatte, ich erinnere dich, nunmehr die Zukunft der Sozialdemokratie mit 18% abbildet, der Herr Jörg Pächter aus Dreiskirchen, und jetzt birgt ihm noch der Herr Marco Bogo ums Eck, der ihm noch die restlichen Promille, die restlichen Prozente abnimmt mit seiner Bierpartei. Und jetzt werden wir dann erleben, er ja die große Cassandra der Freiheitlichen, jede Woche seit eineinhalb Jahren sagt, der Kickl wird stürzen. Jetzt wird er sehen, wie die Leiche des Herrn Babler über den langen chinesischen Fluss hinunterfließt. Und in 3 Monaten werden wir dann den Herrn Babler bei 14% mit der Sozialdemokratie haben. Und ich rate Ihnen das eins, heben wir uns schneiden auf. Sie sich das an, die Grünen gehen auf 7-8% runter, und in einem gewinnen Recht, da freuen wir uns ja beide. Die Neos wird es auch noch putzen, möglicherweise aus dem Parlament heraus. Das heißt, schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, Sie freuen sich immer so, wenn viele Parteien kandidieren. Also in Salzburg war das so super, dass die KPÖ kandidiert und der Linksblock und die Linksalternative, und dann freuen Sie sich in Innsbruck, dass 13 Parteien kandidieren. Ja, dann müssen Sie sich als Sonntagsdemokrat auch freuen, wenn die Bierpartei. Und der Herr Dr. Dominik, im Gegensatz zu Ihnen hat er ja einen echten Doktor als Mediziner, der Herr Dr. Dominik Vlatsny kandidiert, und der wird euch linken Idioten den Arsch aufreißen und auf das. Na ja, also ja, genau so wird es sein. Wir haben heute einen Feiertagsabend. Morgen ist der 1. Mai. Linke Idioten, das passt eben wunderbar zusammen. Mai, das ist die Themeneinstimmung auf den 1. Mai. 1. Mai angemessene Sprache. Ja. Über die SPÖ und den 1. Mai reden wir noch. Das lässt er hoffentlich nicht gefallen von dem Ratsbuben aus der Steiermark, oder? Natürlich nicht, aber ich glaube, wir schreiben ja immer sehr viele Menschen, die sagen, bitte reden Sie nicht mit einem Blinden über die Vorab. Daher werde ich mich über akademische Zusammenhänge mit Gerald Gross nicht mehr äußern, weil, wie gesagt, nachweislich keine Ahnung von irgendwas. Reden wir über Dominik Vlatsny und was er mit dem österreichischen innenpolitischen Spektrum machen wird. Natürlich wird er anfänglich, aber das haben wir bei Frank Stronach gesehen, das haben wir bei Peter Pilz gesehen, anfänglich dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die sagen, der ist anders zumindest als die anderen, der kann zumindest jetzt noch nicht korrupt sein, und auch wenn seine Spendengebarung ein bisschen intransparent ist und auch wenn die Partei, glaube ich, aus ihm und seinem Vater besteht, dann das nimmt man alles jetzt einmal hin, die erste Zeit. Ich glaube trotzdem, dass je näher der Wahltag kommt, immer mehr Menschen auch darauf pochen werden, Inhalte zu erfahren. Die sind ja mit dem Babler fast ident. Nein, das habe ich noch nie was in die Richtung gehört. Warmes Essen für die Kinder, geringere billigeres Wohnen, bessere Öffis. Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt von ihm nur Nachsprüche gehört, aber noch kein Parteiprogramm vorgelegt bekommen. Und vor allem, wenn der tatsächlich ins Parlament einziehen will, dann braucht er ja zumindest 8 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die er nächste Woche präsentieren möchte. Und dann werden wir sehen, ob das irgendwelche Holocaust-Leugner und so weiter sind oder nicht, wie wir das in der Vergangenheit bei anderen Listen erlebt haben, die dann, wo der Spitzenkandidat zurücktreten musste. Erinnern Sie sich an die letzten Nationalratswahlen? Ja, da gab es andere Listen. Wer ist da? Googeln Sie einfach. Wenn Sie, wenn Sie sich mit der Innenpolitik nicht auskennen, dann sollten Sie mehr zuhören. Ja, also, der Punkt ist, nein. Ich möchte jetzt über das reden, was ich rede. Bei der letzten Nationalratswahl. Du bist am Wort. Also, und du bist der Holocaust-Leugner, war das so? Lesen Sie nach. Bitte sehr. Also, der Punkt ist, ich glaube, dass Dominik Vlatsny jetzt für eine gewisse Zeit lang bei einem gewissen Segment von Wählerinnen und Wählern für Furore sorgen kann. Das wird sich in den Umfragen abbilden, und er wird wahrscheinlich in den Umfragen sich bei 5-7% einpendeln. Ist er schon. Ich glaube trotzdem, genau. Ja. Und er wird sich auch einpendeln. Ich glaube trotzdem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er am Wahlabend
weit über die 4% kommt, sehr gering ist. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen verstanden haben oder in den nächsten Monaten noch verstehen werden, was für eine Schicksalswahl das ist. Und in so einer Situation gibt man seine Stimme nicht einem Projekt, das mit irgendwelchen dummen... Also er wird es schwer haben, in den Nationalrat zu kommen, um dich zu übersetzen, wenn definitiv. Ich das hier und da und selbst wenn er es schaffen sollte, spielen wir das mal durch. Stellen wir uns vor, er kommt mit seiner Bierpartei dort rein. Was für Leute sollen dann was dort machen? Also... Wenn er es nicht schafft, der FPÖ-Stimmen wegzunehmen, wovon ich ausgehe, sondern eher der Linken, dann werden wir eine blau-schwarze Regierung haben, eine blau-schwarze Mehrheit im Parlament. Und welchen Beitrag soll dann eine Bierpartei dort liefern? Bierbrunnen im Plenarsaal. Ja, wäre super, ja mal ganz eine tolle Idee, dass die Politiker noch schwachsinniger also, sind, das ist dass so, sie sich irgendwie anzaufen. Also das finde ich schon schwierig. Es zeigt sich ein Bild, das ich seit 30, 35 Jahren habe. Die sogenannten Demokraten reden nur dann von Demokratie, wenn ihnen die Demokratie passt. Wenn es plötzlich zu viel Demokratie wird, dann werden es beinharte Sozialisten oder Kommunisten und sagen, es darf nur eine Einheitspartei geben. Herr Dr. Bornmänner, Sie zittern gerade um das Wahlergebnis Ihrer vertrauten Grünen und des Herrn Babler. Und Sie zittern natürlich, dass die sogenannte Linkswende, die Sie sich in Ihrem Astralleib, in Ihrem Vorleben schon vor 50 Jahren gewünscht haben, in Österreich auch 2024 nicht realisiert wird. Das ist aber Ihr Problem, nicht meins und schon gar nicht das Problem unserer Seher und nur am wenigsten das der Wählerinnen oder Wähler in Österreich. Es gibt einfach ein Angebot mehr und offenbar wird der Herr Dominik Vlatzen in linken Kreisen, und er ist ein Linker, authentischer gesehen als der Andreas Babler. Und weil der Andreas Babler frisst den Kindern das Essen weg, wie man sieht, der Vlatzen ist ein Asket. Der Dominik Vlatzen, wenn er von öffentlichem Verkehr spricht, dann ist er authentisch, weil er fährt damit, der Babler mit dem 7er BMW. Ja, das ist halt so, wenn die Sonntags-Sozis, die Nadelstreit-Sozis aufgedeckt werden. Der Vlatzny geht mit die Bergschuhe auf die Bergauf oder haut sich einen Joint irgendwo in irgendeinem Nachtclub ein und der Babler mit dem Seidenanzug. Ja, das ist halt. Dann ist halt der Vlatzny der echte Che Guevara und der Babler der ausgefressene Brezhnev. Und wen wählt man am Ende? Den Che Guevara und weniger das Funktionärsgesicht, wo du schon gar nicht mehr weißt, wie groß die Bohren sind. Und das ist in Wahrheit das Thema. Der Herr Vlatzny, und ich begrüße es, warum? Weil kein einziger freundlicher Wähler mit den Herrn Vlatzny wählen. Aber ich sage Ihnen jetzt eins, der Herr Vlatzny ist genau das, was wir in Österreich seit Jahren erleben. Die, die gegen das System sind, die gegen das Establishment sind, haben Erfolg. Der Anzen grober Dritt aus der ÖVP aus, als ÖVPler war er erfolglos im Übrigen. Komplett. Der war ein Nullum in Innsbruck. Der Dritte aus der ÖVP aus, plötzlich ist er der Held von Innsbruck. So, die FPÖ tritt gegen das Establishment an, gegen Schwarz-Grün, liegt in den Umfragen bei 28-30%. So, der Herr Vlatzny ist in Wahrheit ein Linker, hätte eher am besten zu Ihnen, zum Herrn Pilz, zur SPÖ oder zu den Grünen gepasst, also irgend so ein linkes Fabeltier, will mit euch Idioten nichts zu tun haben mit den linken Kommunisten, Grüner zeigende Gruppen, plötzlich wird er heute bei den Linken. Ich sehe heute, was schon sich auf Twitter abgespielt hat. Alle Sonntagslinke sagen, super, der Vlatzny wird's. Ja, aber der reißt euch den Hintern auf. Ganz so. Einfach. Und gut. Das ist ja gut so. Gut. Das nennt sich im Übrigen, wissen Sie, was sich das nennt? Demokratie. Und wir werden ja doch sogenannte Demokraten, sondern der Wähler hat immer recht, oder? Lieber Bundespräsident ins B, muss man sagen, also hat er leider eine kurze Frage. Ganz knapp welcher nicht funktioniert. Welcher Spitzenkandidat zur Nationalratswahl 2019 musste wegen Holocaust zurücktreten? Können wir jetzt diese Dinge weglassen, das interessiert mich nicht. Gut. Vielleicht der Herr Pilz, ich weiß es nicht. So, langer Rede, kurzer Sinn. Du hast das Thema bereits auf die Metaebene gebracht, auf die ich es auch gerne gebracht hätte. Es ist die Zeit der Rebellen angebrochen. Der Vlatzny ist ja deshalb so erfolgreich, weil er Rebell ist und ein bisschen ein Spinner und heute halt einer mit Promille statt mit Prozente. Also das ist ja alles sehr lustig. Und du hast schon gesagt, Innsbruck zeigt uns, dass einer, der heute ein Rebell ist und der gegen eine Regierung und gegen eine Partei antritt, sehr erfolgreich sein kann und dann der Held von Innsbruck ist. Ja. Du hast ja schon vor der Wahl, vor der Innsbruck-Wahl gesagt, der wird deshalb gewinnen, weil er gegen die ÖVP antritt. So, und jetzt sage ich dir Folgendes. Es hat vor zwei Wochen in einem Konkurrenzblatt, kleine Zeitung, ich sage es ja gern, ein Interview gegeben mit dem Franz Wobis, mit dem ehemaligen Landeshauptmann der Steiermark. Der sagt dort, noch nie waren die politischen Zeiten so schwierig wie jetzt. Und noch nie war das politische Personal so schleißig wie jetzt. Und das ist das große Thema. Noch nie waren die Probleme so groß, Stichwort Ukraine, Rezession, Corona etc., Asyl wie jetzt. Und noch nie war die Handlungsunfähigkeit des politischen Establishments, und das Stichwort ist
Establishment so groß wie jetzt. Daher ist jeder, der von außen kommt, und glaubhaft das System, dieses Establishment attackiert, immer der Robin Hood und die anderen sind die Sheriffe von Sherwood Forest. Es ist am Ende aber so. Aber es ist ja trotzdem faszinierend, weil wenn die Politik so schwierig wäre, sollte man ja eigentlich Experten und Profis wählen und nicht Promille, Kaiser und Rebellen. Willst du meine Brille haben oder was? Nein, frag mich. Nein, sag mal, vielleicht siehst du durch meine Brille besser. Zeigst du mir in Österreich einen Profi auf der Regierungsbank? Ja, aber es jetzt einmal eine kurze Frage. Ja. Fällt da einer ad hoc ein? Ja. Wer? Kocher. Aha, ja. Der jetzt von der Regierung abspringt und sich bei der Nationalbank sein nächstes 30.000 Euro Job bringt, vielleicht weil nach dem alten Motto die Raten fassen lassen, das sinkende Schiff eher in Wahrheit genau. Die erste Kassandra ist der Untergang des ganzen Regierungs. Ganz ja, super, gratuliere. Okay. Weißt du, was der Herr Kocher am besten kann? Aber du sagst, denn das beste Programm des Herrn Hansengruber war, dass er gegen die ÖVP... Mir wird der Kocher immer in Erinnerung bleiben als Hobbyfotograf, der eine besondere Vorliebe für den Hintern von der Frau Edstadler hatte. So, als das geht er in die Geschichte ein. Aber mehr hat der Herr Kocher auch nicht zu bieten. Die Frage war der Arbeitsminister, der die höchste Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren zu fahren hat. Aber stell mal die Frage. Darf ich eine Frage? Ja, bitte. Echt? Ja, probier's. So, also ich versuch's, wenn du sie zulässt. Die Frage war ja, hat der Hansengruber in Innsbruck deshalb gewonnen, weil er Rebell war, weil er gegen die ÖVP und insbesondere gegen den Nehammer und seinen Wiener Kandidaten war? Oder hätte die auch gewonnen, wenn er ÖVP-Vizebürgermeister geblieben wäre? Nein, weil wenn er ÖVP-Vizebürgermeister geblieben wäre, dann hätte er genauso viel gehabt wie der Herr Durski, wahrscheinlich 10%, wäre abgedurskit, ausgedurstet, gedürstet, dann war er vorbei gewesen. Mhm. So, schaut, wir haben es ja 2019 auch gehabt, 2017. Sebastian Kurz kommt aus der ÖVP heraus. Kandidiert in Wahrheit gegen die ÖVP, nämlich gegen die Mitterlehner ÖVP, mit einer neuen ÖVP, der türkisen ÖVP, und gewinnt. Das ist ja dasselbe. Jörg Haider gewinnt in den 90er Jahren, weil er sich vom System Rot-Schwarz-Proporz abwendet und kandidiert. Donald Trump gewinnt, weil er gegen das Establishment in Washington auftritt. Gerd Wilders gewinnt, weil er gegen das Establishment ist. Das Schlusswort hat der Sebastian. Es ist einfach so. Sebastian, Innsbruck-Wahl. Ja, wir haben es ja schon diskutiert. Gemeinsam, du warst ja genauso überrascht wie wir, weil du hast eigentlich ja auf Willi gewettet, wurde aber nicht so, weil der Rebell hat ihm die grüne Unterhose ausgezogen. Warum? Warum hat der Hansengruber so überlegen, 60 zu 40 so erdrutschartig gewonnen? Naja, weil die ÖVP versucht hat, ihn zu vereinnahmen. Wir haben ja gesehen, dass der Herr Stocker nachher gleich eine Aussendung gemacht hat, wo er gemeint hat, so er freut sich so, dass der quasi ÖVPler jetzt gewonnen hat. Also wir haben da eine massive Mobilisierung im konservativen Lager erlebt und auch all jene in der ÖVP, die halt unbedingt verhindern wollten, dass er grüner Bürgermeister wird, haben ihn gewählt. Ich finde, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig tragisch, weil das Erste, was er gemacht hat, ist mit den Grünen und den Roten an Sirtaki zu tanzen. Insofern, weiß man ziemlich genau, was da kommen wird, nämlich das Gleiche, wie wenn der Georg Wille Bürgermeister geworden ist. Also ich finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch, es ist ungefähr für mich so, wie ob jetzt kein Michael Dankl Bürgermeister in Salzburg ist oder Bernhard Auer. Aber hat er gewonnen, weil er ein Rebell ist? Nein, ich glaube nicht, dass weil er ein Rebell ist, sondern weil er, glaube ich, den Menschen gezeigt hat, dass er sich eine gewisse Art der Behandlung nicht gefallen lässt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, zu Recht, in der die Menschen vom bestehenden Parteiapparat und vor allem von diesen wirklich niederträchtigen Machtstrukturen, die in vielen Parteien gelebt werden, und da werden wir nachher über die FPÖ reden und die Niedertracht, die dort gelebt wird, die Leute haben die Schnauze voll. Die Leute wollen das nicht mehr. Das könnte auch eines der Erfolgsrezepte von Dominik Vlatsny sein. Das ist ein junger, vergleichsweise junger Bursch, der daherkommt und sagt, hey Leute, ich will mit diesem ganzen parteipolitischen Ding nichts zu tun haben, wählt mir und ich werde alles anders machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es die Leute begeistert oder zumindest motiviert, einmal was anderes zu wählen. Gut, das war die erste Runde. Groß gegen Bornmena, kurze Werbepause. Dann gedenken wir, wie es am heutigen Abend sein muss, dem 1. Mai. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Zweite Runde in unserem legendären, mittlerweile kultigen Dienstaktuell. Sebastian Bornmena, der gute Mann oder der gute Mensch aus dem Waldviertel, gegen den Bösewicht aus der Südsteiermark, den blauen, wie sagt man? Wahlkämpfer.
was immer, den blauen Mastermind Gerald Gross. Marionette. Um es nicht zu fallen. Hampelmann? Also mal, da tanzt eher die FPÖ nach seiner Pfeife als er. Oh. So, also, du bist ja schon in Feierstimmung, nehme ich an. Die Flagge ist herausgehängt so aus dem Fenster. Ja, hoffe ich. Alles ist in Rot. Wirst du morgen an irgendwo einem Maiaufmarsch im Waldviertel teilnehmen oder nicht? Definitiv. Echt? Am Aufmarsch meiner beiden kleinen Buben im Garten im Waldviertel werde ich mit viel Freude teilnehmen. Das heißt, du machst deinen eigenen Maiaufmarsch im Garten? Selbstverständlich. So, in Wien bist du nicht, um deinem von dir so geliebten SPÖ-Vorsitzenden so? Andi Babler A zuzuwinken, B zu applaudieren. Oder Alain Faymann ihn von der Tribüne zu pfeifen. Da war ich 2016 dabei, das war sehr interessant. Da hast du gepfiffen. Ja, selbstverständlich. Na super. Ja. Das heißt, du hast der SPÖ die ganze Scheiße eingebrockt, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, ich seit damals nicht allein Seit damals geht es ja mit dieser Partei bergab. Ich glaube weder, dass ich so mächtig bin, dass die SPÖ wegen mir in den Abgrund geht, noch dass die FPÖ nach der Meinung von Gerald Gross tanzt. Aber danke, dass du uns so viel Macht so billigst. Nein, aber ihr habt ihn damals ja aus dem Amt gepfiffen. Und seither ist irgendwie Schluss mit lustig. Der Kern war es nicht recht. Aber und jetzt haben wir einen Andi. So, jetzt haben wir einen Andi. Genau. Das heißt, jetzt beginnen die glorreichen SPÖ-Zeiten und jetzt wird diese Partei wie eine Rakete in den Himmel schießen. Verstehe ich das richtig? Definitiv. Du bist nüchtern oder warst du bei der Bierpartei-Pressekonferenz dabei? Wir haben in der letzten, es war eine Market-Umfrage, die letzte, die ich kenne, da hat die SPÖ einen Prozentpunkt zugelegt, liegt inzwischen in Umfragen bei 23%. Die ÖVP liegt inzwischen, glaube ich, bei 19 oder 20%. Also, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, wirklich nicht, dass der Andi auf über 25% gehen wird. Über 25? Über 25. Und die Frage ist dann nur noch, wie schnell und wie stark wird der Niedergang der FPÖ angesichts der vielen, vielen Vorwürfe, Anzeigen, Ermittlungen. Ich meine, da gibt es ja jetzt jeden Tag eine neue Ermittlung, eine neue Anzeige, einen neuen Verdacht, einen neuen Vorwurf. Das ist ja unfassbar. Man kommt ja gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Wer ist gerade nicht involviert in irgendeinen Skandal bei der FPÖ, frage ich mich. Und wahrscheinlich auch immer mehr Menschen im Land. Und ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad den Leuten wurscht ist. Aber ab einem gewissen Grad ist ihnen nicht mehr wurscht. Und das Gleiche gilt für diese Negativpropaganda. Der Andi Babler ist der Einzige. Schaut euch das an. Schaut euch die Plakate an. Schaut euch die Stellungnahmen, die Interviews an. Der Andi Babler ist der Einzige, der wirklich mit Zuversicht und positiven Messages rausgeht und sagt, scheißt euch nicht an, wir kriegen das schon hin. Ich glaube, wir werden die Zukunft meistern, um mit Bruno Kreisky zu sprechen. Wir schaffen das, Herr Gross. Wir kriegen das hin. Wir brauchen nicht jeden Tag den Weltuntergang hören von der FPÖ, wo wir hören, jeden einzelnen Tag geht die Welt schon wieder unter wegen Corona-Diktatur und wegen Migranten und wegen Ukraine und Massenarbeitslosigkeit. Jeden einzelnen Tag bricht die Welt zusammen. Wir haben gerade ein Regieproblem, ein klassisches Regieproblem. Wir sehen, dass mein Diskutant kein analytisches Denken hat. Also er blendet den ersten Sendungseinstieg. Bierpartei tritt an, Babler verliert, gibt das selber zu, komplett aus, steigt mit der vorgefertigten Meinung, die er aus der Löwenstraße gekriegt hat, mit der Brieftauben da ein und sagt, der Babler wird bei 25% liegen. Der Seher denkt sich, hat er die letzten 20 Minuten vergessen? Rät er in einer Sendung in 60 Minuten zweimal einen konträren Inhalt? Genau das sehen wir gerade. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, kurz vorher, ich weiß nicht, mit dem Kurzzeitgedächtnis ein gewisses Problem, kurz vorher haben wir gerade festgestellt, den Niedergang der Linken aufgrund der Bierpartei. Nein. Kurz vorher haben wir festgestellt, dass die Sozialdemokratie unter Randy Wagner bei 25 Nein. lag und bei Babler bei 20 oder 21 und der Lasaffert wird es einigermaßen wieder bestätigen. So, gerade früher haben wir festgestellt, dass die Bierpartei ein großer Schaden für das ganze linke Projekt ist und sie selber sitzen da und sagen, die Bierpartei ist der Wegbereiter für Schwarz-Blau. Geben also das Scheitern von Rot selber Nein. zu, weil es jetzt ja kein Schwarz-Blau geben. So. Und jetzt kommen sie 10 Minuten später her und sagen, der Babler hat mir gesagt, ich muss heute wieder ein bisschen für eine Werbung machen. Das hat er ihm vorher gesagt am Telefon. Der Andi, das ist der Wladimir Ulyanov Lenin, das ist unser Kämpfer. Gut. Der Kämpfer, der mit dem seidenen Firmenanzug mit dem Kerzel, mit dem Rücken zur Wand, nämlich zum Rücken zum Volk, mit Halbschucherln aus der Stadt, aus dem feinen ersten Wiener Bezirk, handgeschneiderten, auf der Alm steht und dann sagt, geht ein Stück des Weges mit mir. Das war der richtige Spruch von Bruno Kreisky gewesen, mit dem hat er ja gewonnen. So. Bruno Kreisky war ja nie so deppert und hat geglaubt, der schafft es. Mein Lieber. Er hat gesagt, geht ein Stück des Weges mit mir.
Hat der Brunner gesagt. Du bist aber den Bruno Kreisky haben Sie sich nicht kennengelernt. Daher sage ich Ihnen noch einmal, machen Sie einen Integrationskurs, damit Sie wenigstens die sozialdemokratische Geschichte kennen. Zum 1. Mai. Du bist ja ein Freund des 1. Mai. Ja, unheimlich. Du bejubelst den. Irrsinnig. Du feierst mit den Sozialdemokraten, den Jugendlichen, deinen jugendlichen Elan auf den Rathausplatz stürmen, die da ihrem Andi Babler zuwinken. Du würdest am liebsten auch winken und sagen, Andi, gib sie. Freundschaft, Genosse, geht voran. Ja. Schau, was sehen wir morgen? Wir sehen morgen 5000 Menschen in Wien, die wie die Kühe aus dem Gatter 10-mal in einem um den Rathausplatz getrieben werden, hinterm Rathaus über die Reichsratstraßen wieder nach vorgehen müssen zur Pelare, zum Parlament. Und das spielt sich 10-mal ab. 5000 ein und dieselben Leute mit roten Servietten, ja, die in Wahrheit winkend und die Internationale singend 10-mal um den Rathausplatz gehen, damit dann der SPÖ-Pressedienst davon schreiben kann, dass 1 Million auf dem Rathausplatz waren, die Polizei, die Wiener Rote Landespolizeidirektion sagt dann am Ende 50.000, ja klar, wenn 5.000 10-mal gehen, 50.000. Und ich rate jetzt allen, morgen wird wieder die Webcam vom Burgtheater abgeschalten sein, kann ich da jetzt schon sagen, die Geschichte, weil dann könntest du zählen, dass es am Ende nur 5.000 sind. Und was soll die Sozialdemokratie fordern? Dass am Höhepunkt der Arbeitslosigkeit, einer Implementierung der künstlichen Intelligenz, die uns die Arbeitsplätze rauben wird, einer unheimlichen Inflation, die uns in Wahrheit allen Spielraum geraubt wird, die Leute nur mehr 35 Stunden arbeiten sollen, obwohl wir 400.000 Arbeitslose haben? Was sollen sie denn feiern? Sollen sie feiern, dass in Wien der Bürgermeister in dem roten Wien so lange Multikulturalismus betrieben hat, dass er mittlerweile anständige Bildung in den Wiener Schulen nicht mehr garantieren kann? Soll er feiern, dass immer mehr Menschen in sozialdemokratischen Gemeinden und Bundesländern schlichtweg ärmer werden? Soll er feiern, dass sein roter Genosse in Kärnten 10% verloren hat? Soll er feiern, dass der Tosco-Ziel in Wahrheit auf alles, was sich morgen am Rathausplatz befindet, einen dicken Haufen hinkackt und von dem Genossen eh nichts mehr hören will? Was soll es denn feiern? Soll es den mumifizierten Leichnam von Politischen, von der Frau Randy Wagner feiern, die jetzt einen super Job hat mit 30.000 Euro bei der EU? Also was soll die SPÖ feiern? Was soll die SPÖ feiern, bitte? Lieber Sebastian, erklär uns das, weil du würdest ja gerne mitfeiern. Erstens, erklär uns, was die SPÖ feiern soll. Und zweitens, sag uns, was wird Andi Babler dort ansagen, was uns so glücklich machen wird. Also, wir dürfen nicht vergessen, dass der 1. Mai ja nicht nur ein Hochfest der Sozialdemokratie ist, sondern ein Staatsfeiertag. Warum ist es ein Staatsfeiertag? Weil dort die Errungenschaften der Sozialdemokratie, die Errungenschaften der historischen Arbeiterinnenbewegung und so weiter gefeiert werden. Und gerade Menschen wie Sie, lieber Herr Gross, die es bei dem Ausbildungsniveau und der Herkunft normalerweise nie über Deutschlandsberg hinaus geschafft hätten, sollten dankbar sein, dass sie jetzt hier im Studio sitzen können, weil das haben sie ausschließlich der Sozialdemokratie zu verdanken. Ich meine, ganz viele Menschen. Ich wusste nicht, dass Frau Kreisky und meiner Zeugung. Darf ich Sie bitten, dass Sie mich nicht unterbrechen, Herr Gross? Darf Schluss, ich Sie bitten, mich Schluss. Nicht zu unterbrechen? Danke. Finale. Also, die Sozialdemokratie hat, und dessen gedenken wir am 1. Mai, unglaublich viel erkämpft für Frauen, für Homosexuelle, für Menschen, die anders denken, vor allem für arbeitende Menschen und für Familien. Und wir gedenken vor allem dieser Errungenschaften, die für die Menschen, die jetzt in Pension sind, für Menschen, die auf unser Gesundheitssystem, auf unser Bildungssystem und so weiter angewiesen sind und dankbar dafür sind, dass wir in einem Land leben, das so maßgeblich von der Sozialdemokratie aufgebaut und geprägt wurde. Und sich jetzt hinzustellen und immer wieder in verächtlicher Art und Weise über alte Menschen zu sprechen und sich lustig zu machen, noch gar nicht haben sie auch gemacht mit dem Rollator. Haben Sie bis jetzt jedes Mal gekommen? Ja, aber heute nicht. Darf ich Sie bitten? Das ist die vorgefertigte Meinung. Ja, warum unterbrechen Sie? Ich habe den Rollator schon vermisst. Ja, aber er war nicht da. Warum unterbrechen Sie? Er geht immer mit einem Konzept ein und es passt nicht. Herr Gross, du bist da. Tun Sie weiter. Schluss bitte. Nein, Sie schießen sich jetzt an. Unterbrechen Sie mich. Ich brauche Sie nicht. Tun Sie weiter. Sie unterbrechen mich alle 5 Sekunden. Sind Sie so nervös? Also du bist ja unheimlich. Sind Sie so nervös? Ja, offensichtlich. Jetzt gibt es keine Eins. Nein, aber es gibt, das ist typisch FPÖ.
Es gibt keine einzige Aussage ohne persönlichen Untergriff, ohne Beleidigung des Aussehens, was wir vorher bei den Andi Babler gehört haben, ohne Beleidigung von alten Menschen, ohne Beleidigung von kranken Menschen. Ich habe das so satt. Ich habe so satt. Nein, wirklich. Ich finde es wirklich eine Frechheit. Wir sitzen hier am Vorabend des 1. Mai. Wir sitzen hier am Vorabend des 1. Mai. Ein Feiertag, ein Nationalfeiertag. Weil die ganze Nation dankbar ist, dass Sachen, Errungenschaften erkämpft wurden. Gegen das Interesse. Gegen das Interesse ihrer Freunde, die Vermögensteuern verhindern wollen und so weiter. Die Konzernpolitik in Wirklichkeit machen wollen, wie wir sie da wieder sehen. Und das feiern wir morgen. Und was bringt uns jetzt der Andi Babler an diesem 1. Mai 2020? Der Andi Babler ruft uns in Erinnerung, dass wir seit 40 Jahren durchgehend Produktionszuwächse haben in der Industrie, aber die Menschen immer noch mehr arbeiten müssen als vor 40 Jahren. Der Andi Babler ruft uns in Erinnerung, dass wir eine momentan eine Gesellschaft leben, in der die Konzerne und denen, die es gehören, immer reicher werden, aber die Kinder, nämlich 88.000 an der Zahl, absolut, nicht relativ, absolut in Armut leben. Der Andi Babler ruft uns in Erinnerung, dass es auch eine Politik geben kann, die für soziale Gerechtigkeit einsteht und die nicht für Fremdenhass und Klassenhass und so weiter steht. Das ist die Errungenschaft des Andi Babler. Also der Andi Babler ist der perfekte 1. Mai. Ich finde, der Andi Babler ist der perfekte sozialdemokratische Vorsitzende. Und definitiv. Das glaubst du? 100%. Ich glaube, das ist wirklich der Vorsitzende, den die SPÖ im Jahr 2024 braucht. Und ich weiß, Herr Groß, deswegen müssen Sie ihn die ganze auf der persönlichen Ebene angreifen. Sie hören von mir kein einziges Wort über das Aussehen von Herbert Kickl. Und glauben Sie mir, Shane findet den Arne. Auch nicht über den Peppi vom Harald Wilimski. Schluss dieser Runde. Ich glaube, du hast über den Andi Babler schon einmal anders gesprochen. Nein, ich habe... Natürlich. Es gab eine Zeit... Warte mal. Randy Wagner ist die perfekte Vorsitzende. Nein, ich habe gesagt... Sicher, kann er abspielen. Ja, du kannst gerne abspielen. Ja. Wir können alles abspielen. Ja, gerne. Er hat schon jede Meinung in dem Land vertreten. Der Punkt, warum unterbrechst du mich schon wieder? Ich unterbreche Sie. Merken Sie das? Das nennt sich Zwischenruf. Bitte lass ihn ausreden. Ausreden lassen, bitte. Gut. Also, ich bin der Meinung, dass der Andi Babler genau der richtige Vorsitzende für Sozialdemokratie ist und dass die Sozialdemokratie genau die richtige Bewegung für die jetzige Zeit ist. Weil in der jetzigen Zeit, und daran werden wir auch morgen wieder erinnert werden beim 1. Mai, und deswegen halte ich diesen Tag als Gedenktag für so unglaublich wichtig. Die Errungenschaften, denken wir nun das, was wir letzte Woche von der ÖVP gehört haben, 41-Stunden-Woche. Wenn wir nicht die Errungenschaften der Arbeiterbewegung verteidigen und wenn wir das soziale Gefüge in unserem Land nicht verteidigen, dann wird uns die nächste blau-schwarze Regierung den 41- oder 42-Stunden-Tag einführen. Gut. Ja. Also, Herr Dr. Ballmeiner, Schlusssatz noch für Gerhard. Erster Punkt, ich wusste nicht, dass Bruno Kreisky an meiner Zeugung beteiligt war. Ich bin immer davon ausgegangen, mein Vater und meine Mutter. Bitte. Denen beiden bin ich dankbar, dass ich heute hier sitze. Und jetzt ein Satz. Ich bedanke mich herzlich bei der Sozialdemokratie für ihre Frauenpolitik, die dazu führt, dass mittlerweile bei uns in manchen Bezirken die Scharia gelebt wird durch ihre Einwanderungspolitik, dass Mädchen in dem Land beschnitten werden, dass kleine Kinder mit dem Kopftuch in die Schule geschickt werden und dass sich führende Frauenrechtlerinnen wie Alice Schwarzer von ihrer linken Ideologie längst abgewendet haben. Weil die Frauenrechte, die Kreisky und Donald in den 70er Jahren erkämpft worden sind, hat ihre Partei unter Gusenbauer, Faymann, Kern bis zu Babler beerdigt. Ich bedanke mich herzlich als Homosexueller bei der Sozialdemokratie, die jahrzehntelang seit Broder am Diskriminierungsparagrafen 209 festgehalten hat, Paragraph 209, nämlich dem sogenannten Haftparagraphen für Homosexuelle, wo erst Schwarz-Blau im Übrigen im Jahr 2001 den 209er abgeschafft hat. Ganz besonders bedanke ich mich bei der Sozialdemokratie, dass sie nach Österreich so viele Anhänger des Kalifats hereingeholt haben, die Homosexuelle wie mich auf den Baukran hängen wollen. Und ganz besonders bedanke ich mich bei der Sozialdemokratie für die epochale Errungenschaft eines funktionierenden Bildungssystems, wo wir mittlerweile 95% in den Schulklassen von sozialdemokratischen Städten, die kein Wort Deutsch können und wir mittlerweile bildungspolitisch wie ein Entwicklungsland dastehen. Hut ab am 1. Mai vor Bruno Kreisky, Hut ab vor Hannes Androsch, Hut ab vor vielen großen Größen der Sozialdemokratie bis hin zu Johanna Donald. Aber ihre Figuren, um nicht zu sagen Kreaturen, die diese einst stolze Sozialdemokratie seit Jahren in den Abgrund führen, gehören aus der SPÖ ausgeschlossen, wenn die SPÖ noch ein Fünkchen Selbstanstand. Diesen Scherz möchte ich bitte noch kurz einrahmen.
Du sagst, der Babler gehört aus der SPÖ ausgeschlossen. Hast du sie noch alle? Mit Verlaub gesagt, ja? Das ist kein Sozialdemokrat, das ist der gleiche Opportunist wie der Herr Born-Mehner, der anders spricht als er lebt. Und der gehört der ausgeschlossen aus der SPÖ. Der Jogd Pächter, der mit drei Gehöttern in Dreiskirchen ein Leben wie die Made im Speck führt, im Firmenanzug und Halbschucherl auf der Alm auftritt, aber nicht den Geruch eines ordentlichen Sozialdemokraten hat. Papst Franziskus hat einmal richtigerweise gesagt, der Hirte muss so riechen wie die Herde. Riecht er so wie eine sozialdemokratische Herde? Nein, er ist der gleiche Nadelstreif-Sozialist wie all jene, die für Noricum, Lucona, AK-Skandal, Länderbank, Kommunalkredit so. Und in dem Land verantwortlich wurde. Der Satz ist aus, du holst kurz Luft. Ja. Wollen wir nicht mitten in der Sendung einen Herzinfarkt erleben? Du bist aber auf Betriebstemperatur, Simon, und das ist gut so. Herrlich. Denn jetzt kommt die FPÖ-Korruption dran. Wir sind gleich wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Fellner live am Dienstag, ein paar Stunden noch, dann haben wir den großen Maiaufmarsch am Rathausplatz, haben wir gerade darüber diskutiert, aber ein paar Stunden noch, dann kommt die große Donnerrede von Herbert Kickl und die wird es morgen in sich haben, die wird sich gewaschen haben und die sehen Sie übrigens in etwa ab 11 Uhr live auf OE24TV morgen. So, Gerald Gross schon in Betriebstemperatur und er wird jetzt gleich explodieren, denn jetzt geht es um ein Thema, das er, glaube ich, nicht sehr gerne hört, nämlich um die Frage, hat sich die FPÖ der Korruption schuldig gemacht, weil mir der Herr Strache eine SMS geschickt hat, ja, Fellner kommt uns entgegen, mit dem Herrn Mölzer ist gemeint, ja, oder ist das übertrieben, weil die WKStA gesagt hat, sie sehen da überhaupt keinen Ermittlungsgrund. Das Ganze ist viel zu vage und viel zu wirr. Was sagst du denn zu diesen neuen Korruptionsvorwürfen, die der Herr Stocker heute ja sehr blumig auf ein neues Niveau gebracht hat in seiner Pressekonferenz? Also ich begrüße diese Ermittlungen. Ich begrüße den weiteren Schmutzkübel der Österreichischen Volkspartei. Ich begrüße jeden Auftritt von Stocker, von Hanger, von Kahner und von Nehammer. Ich begrüße diese alte Strategie der ÖVP, mit Schmutz und mit Dreck auf die FPÖ zu werfen und die Justiz zu instrumentalisieren am Rande des Amtsmissbrauches, um mit Lügen gegen die FPÖ zu arbeiten. Weil wir sehen jetzt Folgendes. Jedes Mal, wenn der Herr Hanger, der Herr Stocker und wie die alle Asen auftreten, ja, und in das Jahr Schnee gehen, 19 Jahre zurück, in diesem Fall 7 Jahre zurückgehen, um ein nebuloses Wortfetzchen aus einem SMS oder WhatsApp herauszunehmen und der FPÖ, in dem Fall dir, da bist der, Kollateralschaden, ans Zeug zu flicken, passiert immer Folgendes, die ÖVP liegt bei 18%, verliert wieder 1%, die Freiheitliche Partei gewinnt 1% dazu. Zum Fall direkt. Schau, was haben wir? Wir haben einen Vizekanzler, einen ehemaligen, der sich über deine Blattlinie und deine Fernsehlinie darüber echauffiert hat, dass du in Wahrheit ein Journalist bist, der nicht unter Kontrolle zu bringen ist. So, und wir haben einen Vizekanzler, der dann sagt, da müssen wir jetzt Maßregeln, also gehen wir dann nicht hin. So, dann kommt die rote Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, die schärfste Einheit der Staatsanwaltschaft in Österreich, untersucht es vom 4. April weg bis jetzt und sagt, da ist nichts dran. Dann berichtet die rote Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft der schwarzen Oberstaatsanwaltschaft, Freunde, es tut mir leid, wir haben es eh alles probiert, denen ans Zeug zu flicken. Wir wollten den Föhner, den Strache, den Kickl, den Hofer, die Kunasek, den Papst, wir wollten alle einsperren, aber da ist nichts, sagt die rote Wiener Korrupter. Die schärfste Staatsanwaltschaft, und dann kommen die Korruptionsstaatsanwaltschaft, dann kommt die Oster, die Oberstaatsanwaltschaft daher und sagt, nein, das will ich nicht. Zufälligerweise sitzt dort ein Leiter der Oberstaatsanwaltschaft. Der Herr Fuchs. Wer auch immer. Ja. Der ein besonderes nahe Verhältnis zu all diesen ÖVP-Interventionen gehabt hat der letzten Jahre, die dann im Bildercheck, in der Bildercheck-Affäre ihren Höhepunkt gefunden haben. Das gleiche erlebe ich in Graz anders. Die rote Klagenfurter Staatsanwaltschaft will gegen den Kunasek einstellen. Die schwarze Oster in Graz will fortführen. Ja. Was ist da passiert derzeit?
Ich sage, prophezei jetzt Folgendes. Sie überziehen mit ihren Attacken, mit diesem amtsmissbräuchlichen Versuch, Politik vor der Justiz zu machen, so, und ich prophezei es heute wirklich, dass die ÖVP Gefahr läuft, am Ende bei der Nationalratswahl nur mehr mit 16% dazustehen. Wenn sie so weitermachen, ja, und keine Themen bringen und nicht inhaltlich sich mit der FPÖ matchen, sondern mit Lügen, mit Intrigen, mit Verleumdungen und dann noch Journalisten mit einbauen, wo in deinem Haus auch Isabel Daniel jedes Mal die FPÖ anfleckt, wo der Günther Schröder jedes Mal die FPÖ anfleckt und jetzt macht man aus dir den FPÖ-Hofberichterstatter, sich nicht einmal zu erblöden, aus dir einen Freiheitlichen zu machen. Jeder, der dich seit 6 Jahren in der Diskussion siegt, wie du Partei ergreifst für den armen Hascher da drüben, für den Linken, nur damit du der FPÖ ans Zeug flicken kannst und jetzt solltest du der Paradefreiheitliche sein. Also man sieht, dass das alles wirklich, ja, das ist der Schmutzkübel, den der Lobatka erfunden hat, das ist kein Wunder, dass er jetzt keine... Also, bevor der Sebastian darauf gleich antworten wird und das vermutlich alles ganz anders ist, darf ich vielleicht 2-3 Minuten für Sie, meine Damen und Herren, meine Sicht der Dinge darstellen. Ich bin ja da, wie du schon liebenswerterweise gesagt hast, der Kollateralschaden. Man könnte auch sagen, ich komme wie die Jungfrau zum Kind. Jeder hier weiß, ihr zwei ja auch, weil ihr mit mir regelmäßig zusammenarbeitet, dass ich gar keine Inserate verkaufe, weil das nicht meine Zuständigkeit ist und weil ich mit euch so viel im Studio sitze, dass ich gar nicht dazukomme. Wann sollte ich denn heute ein Inserat verkaufen, wenn ich von früh bis spät Fernseh- und Redaktionstermine habe? Das nur so nebenbei. Also das ist ein wirkliches Unding, das ist ein wirklicher Unsinn, mir das zu unterstellen. Eine kurze Recherche hätte genügt, um herauszufinden, dass ich keine Inserate verkaufe und dafür nicht zuständig bin. Punkt 1. Punkt 2. Wie ich in dieses ganze SMS-Wirrwarr hineingekommen bin, ist an und für sich skurril. Ich habe es erst im Nachhinein erfahren, dass mir hier der Herr Vizekanzler, war er ja immerhin einmal, die Inserate abdrehen wollte, weil er sich über meine Fellner Live-Diskussion geärgert hat. Damals war leider der Gerhard Groß nicht im Studio, sonst wäre vielleicht der Ärger ein bisschen schaumgebremst gewesen, sondern es war der Ewald Stadler im Studio, der, wie wir wissen, einen pathologischen Hass auf den Strache hatte und übrigens auch gegenseitig, die zwar, wenn sie die auf der Straße getroffen hätten, wäre ja vermutlich Blut geflossen. Die haben sich geklagt, weiß der Geier was alles. Und jedes Mal, wenn der Ewald Stadler aufgetreten ist im Fernsehen, hat der Strache zu Hause durchgedreht. Ich weiß nicht, was der armen Philippa dann alles passiert ist. Mir hat er jedenfalls dann wilde SMS geschrieben, was das nicht alles für Sauerei ist, etc. etc. Hat mich davon wirklich nicht sehr beunruhigen lassen, weil ich moderiere meine Sendung, wie ich will, wie Sie wissen, meine Damen und Herren. Dann hat sich allerdings wirklich herausgestellt, dass der liebe Ewald Stadler, den ich sehr schätze, unglaublich gescheiter Kerl, toller Diskutierer, tatsächlich in dieser Sendung ständig persönlich auf den Strache hingehaut und den in einer Art und Weise beschimpft hat, dass man sagen muss, den kann man nicht als FPÖ-Vertreter daher sitzen. Ein großartiger Diskutierer. Aber die Idee war ja, einen Groß gegen einen Bornmähner, einen Ewald Stadler gegen einen Robert Miesig zu haben. Ja, aber wenn die beide dieselbe Position haben und wenn plötzlich der Stadler nur noch den Strache und die FPÖ beschimpft, dann ist die Diskussion nicht mehr witzig. Also habe ich gesagt, okay, ich verstehe das. Setzt mal jemand herein, der die FPÖ-Position vertritt gegen einen Miesig, gegen einen Bornmähner oder wie immer sie heißen wollen. Und kam auf die Idee, den Mölzer herzusetzen, weil der war ja im ORF überall vertreten. Hab das auch dem Strache gesagt. Ich habe gesagt, ich verstehe das, dass ihn das aufregt. Ich lasse mir sicher den Herrn Stadler nicht nehmen. Aber ich verstehe, dass in diesen Diskussionen, wo FPÖ-Positionen vertreten werden sollen, dass einer sein soll, der über die FPÖ redet, ohne in pathologischen Hass zu verfallen. So, das war's. So, daraus hat er gesagt, nachdem er zuerst gesagt hat, dem Fellner alle Inserate abdrehen, was eine unglaubliche demokratiepolitische Sauerei ist, finde ich ja ein starkes Stück, dass darüber keiner schreibt, eine Zeile. Ja, weil ja die eigentliche Sauerei ist ja, dass der uns die Inserate abdrehen wollte, nur wegen einer Fernsehdiskussion. Dann ist er draufgekommen, dass das vielleicht nicht ganz gescheit war, wie dem Apparat gesagt haben, das ist aber keine gute Idee, dann kriegen sie ein Problem. Aber er hat gesagt, na, weiter inserieren, der Herr Fellner kommt uns entgegen. Gemeint war, der wird in Zukunft den Mölzer zu FPÖ-Diskussionen einladen. Das war's. Und jetzt bin ich plötzlich in diese Ermittlungen eingestreckt. Die WKStA hat sich das, wie er richtig gesagt hat, schon angeschaut, hat sich auch alle Inseratenbuchungen angeschaut und gesagt, die haben alle drei gleich viel gekriegt, Krone, Heute und Wir in etwa. Da gibt es keine Unregelmäßigkeiten. Und B, es hat nach den Strache-SMS keinerlei
Abweichungen oder Sonderlichkeiten gegeben. Also da ist nichts drin. Das wird enden wie das Hornberger Schießen. Die Idee war, und das muss ich schon hier auch sagen, dem wird der Sebastian gleich widersprechen, aber mein Eindruck ist schon eindeutig, auch wenn ich den Herrn Stocker heute gesehen habe. Da wollte jemand kurz vor der EU-Wahl noch rasch eine kleine Duftbombe platzen lassen, so wie das ja seinerzeit auch bei der Nationalratswahl war und so weiter. Also noch ein kleines Skandelchen, bevor gewählt wird, damit halt ein paar Prozent wegfallen. Und da muss ich so sagen, wo sind wir denn derzeit in der Politik, wann das Schule macht? Ja? Wir sehen es jetzt beim Sanchez in Spanien, wir sehen es beim Macron in Frankreich. Vom Herrn Trump will ich nicht reden, weil es ein Sonderfall, aber das ist ja wirklich ein besonderer Sonderfall. Offenbar wird Politik nur noch mit Dreck gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, da speibe ich mich an, aber jetzt bist du am Wort. Also wenn das so ist, Wolfgang, wie du gesagt hast, finde ich es total schlüssig und nachvollziehbar, dass in einer Diskussionssendung es natürlich zwei Gegenpole geben muss. Und davon lebt ja auch dieses Format, ist ja irgendwo vollkommen logisch. Und wenn jemand als FPÖ-Vertreter eingeladen ist, aber nicht die FPÖ vertritt, dann wird es schwachsinnig. Und ich meine, dass Sie ja ausgemachte FPÖ-Vertreter sind, weil Sie ja sogar Wahlkampf für die FPÖ machen, das wissen wir hier alle. Genau. Ich vertrete die Linke, jetzt keine einzelne Partei. Wissen auch alle. Wissen auch alle, ob jetzt KPÖ, SPÖ, deshalb Grüne. Ist es ja so spannend. Deshalb nehmen wir alle spannend. Genau. Aber wenn der Gerald Groß jetzt auf einmal, weil er sich gerade mit Herbert Kickl überworfen hat, das gab es ja auch schon mal, auf den einmal anfängt, vertritt, FPÖ, ja, ich meine, dann ist Fahrt. Oder den Kickl zu ja, dann wirst du auch sagen, so, ja. Tauscht man Groß aus. Ja, ich meine, genau. Da wäre jetzt ehrlich gesagt nicht unglücklich, aber ja, es... Okay. Genau. Du willst also aber insofern, über die FPÖ reden. Genau, aber was ich schon interessant finde, bei den Chats geht es ja nicht nur um die Geschichte. Und bei der Geschichte finde ich viel interessanter, wie du richtigerweise sagst, auch diesen Aspekt mit, ich meine, wo sind wir da eigentlich, dass ein Parteichef glaubt, in Gutsherrn-Mentalität den Medien, weil das hat er ja sicher nicht nur in Bezug oder mutmaßlich nicht nur in Bezug auf dich gesagt, sondern vielleicht mutmaßlich ja auch in Bezug auf andere, so quasi Daumen rauf, Daumen runter mit den Inserate. Ich finde das schon hochproblematisch in Wirklichkeit. Ja? Und gerade wenn wir ein Mediensystem haben, in dem halt Inserate eine relevante Rolle spielen, dann finde ich es noch demokratiepolitischer problematisch, wenn da ein Parteichef offensichtlich mutmaßlich glaubt, Einfluss zu nehmen auf Berichterstattung oder auf Meinungsaustausch über so ein Instrument. Okay, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich viel relevanter finde, ist die ganze Geschichte mit dem Postenschacher, weil das ist ja das, worüber auch gesprochen wird. Es sind ja auch Chats aufgetaucht, wo es um den Mario Kunasek geht, der von Gerald Groß ja massiv unterstützt wird, auch im Wahlkampf jetzt und von dem wir, habe ich das Gefühl, jeden zweiten Tag ein Posting auf der Seite von Gerald Groß sehen und von anderen Spitzenkandidaten. Das ist selbstverständlich, schauen wir genau an, was sie posten. Ja? Und da sehe ich, wie viel dumpfe Mario Kunasek-Propaganda sie machen, aber mit keinem einzigen Wort die aktuellen Vorwürfe kommentieren. Die das da wären? Schon interessant. Na, die da wären, dass da offen, dass so mutmaßlich Postenschacher betrieben wurde. Das habe ich in den Medien gelesen. Lesen Sie es nach. Na, googeln Sie es einfach. Na, machen Sie es selber. Googeln Sie es einfach. Die Wikinger, Nein, ich bin nicht hier, um Ihnen Auskunft zu erteilen. Machen Sie es selber. Darf ich Sie bitte aufklären? Ich finde es nicht. Es gibt angeblich SMS, ich kenne sie nicht, aber es gibt angeblich SMS. Nein, es haben wieder Verdächtigungen Behauptungen, meinen angeblich. Er weiß nicht einmal, wo was hörst du? Der Herr Kunasek, so FPÖler im Verteidigen. Sagst du mir in was für ein Medium? Angeblich. In was für ein Medium? Angeblich per SMS. Ich habe es nicht gesehen. Ah, super. Das Interessante Verdächtigungen, ist ja, Behauptungen, Meinungen, das Interessante ist ja, dass diese SMS... Ja, sag einmal, seid ihr beide jetzt Mutschleidern oder was? Bin jetzt fertig. Ihr wisst nicht einmal, wo die Quelle ist. Darf ich jetzt? Wollt ihr darin diskutieren? Also. Kennt ihr das nicht? Ja, gern. Gut. Herr Groß, es steht im Raum und Sie können das selber googeln. Ja. Ja? Das... es Chats geben soll, in denen eine Beziehung hergestellt wird zwischen dem Heinz-Christian Strache und dem Mario Kunasek in seiner Funktion als Amtsträger der Republik, nämlich als Verteidigungsminister, und wo es darum geht, dass er mutmaßlich irgendwelche parteipolitischen Postenbesetzungen durchgeführt haben soll. So, das ist jetzt auch nicht die große Überraschung, ehrlich gesagt, dass das passiert sein soll. Das würde in jeder anderen Partei auch noch... Wie gesagt, googeln Sie selber und hören Sie auf, mich dauernd zu unterbrechen. Also diese Taktik dauernd zu unterbrechen, auf so was willst du hinaus? Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich glaube, dass wir jetzt im Intensivwahlkampf, auf den wir zusteuern, noch viel, viel mehr solche Skandale und Skandälchen bekommen werden. Du bist der Meinung, werden. Die Partei ist korrupt, oder was? Nein, ich finde sie hochgradig dubios jedenfalls. Dubios. Ich finde es hochgradig dubios, wenn jeden einzelnen Tag kommt, entweder aus Graz oder aus Wien, entweder in Bezug auf den Wilimski, auf den Kickl, auf den
Kidnap, auf den Kunasek und so weiter. Du hast ja wirklich schon ein ganzes Akkordeon von Vorwürfen und dass das mit dem Wahlkampf zu tun hat, glaubst du? Nein, ich glaube sowohl, aber ich glaube, dass der Wahlkampf eine Zeit ist, wo ganz genau hingeschaut wird. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur in Bezug auf die FPÖ so gelten wird. Ich glaube, es ist ja gut, dass wir in einer Zeit, wo Menschen kandidieren, um dann 10, 20, 30.000 Euro pro Monat von uns zu bekommen an Steuergeld, ganz genau hinschauen, was die für Dreck am Stecken haben. Und ich finde es gut, dass wir uns ganz genau anschauen. Und wer hat jetzt Dreck am Stecken von der FPÖ? Weil das müssen wir jetzt schon ein bisschen hinterfragen. Das werden ja wohl hoffentlich die Gerichte klären. Aber wohl nicht vor der Wahl, sondern erst nach der Wahl. Das ist ja das Problem. Aber wenn Ermittlungen aufgenommen werden und wenn es offensichtlich ein hinreichendes Tatsachensubstrat gibt. Nein, gibt es ja in dem Fall nicht. Wenn die WKStA auch schon gesagt hat, es gibt kein Tatsachen. Wenn die Staatsanwalt, ich rede jetzt nicht von der Inserate-Geschichte, sondern ich rede von den Chats. Und ich rede von nicht nur diesen Chats, sondern ich rede ja auch von anderen Chats. Und ich rede vor allem auch von Vorwürfen rund um Spesenskandale oder die Veruntreuung von öffentlichen Mitteln, zum Beispiel in Graz. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Skandale, über die wir reden könnten. Und meistens hat das irgendwas mit der FPÖ zu tun. Und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich finde es schon wichtig, dass wir gerade dann, und das ist kein Zufall, und das hat nicht was mit Schmutzkübelkampagne zu tun, dass man gerade in Wahlkampfzeiten sich ganz genau anschaut, wo die Leute jetzt vielleicht Teilhaber sind oder auch nicht, ob sie einen Vertrag unterschrieben haben oder alles mündlich gemacht haben auf einmal, ob da irgendwelche Kickback-Geschäfte es mit dem Land Kärnten gab oder nicht. Ich meine, da schwirren jetzt so viele Vorwürfe, so viele Mutmaßungen im Raum. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn es ausschaut wie ein Fisch und riecht wie ein Fisch und schmeckt wie ein Fisch, dann ist vielleicht ein Fisch. Und ich glaube, ganz viele Menschen in Österreich, schauen sich das jetzt gerade an und sehen jeden Tag eine neue blaue Bombe hochpoppen. Naja. Ich glaube, das wird sich am Ende des Tages in den Wahlen blaue Bombe. Herr Bornmänner, das Problem ist, wenn ein Vegetarier über Fisch oder Fleisch spricht, wird sowieso sehr gefährlich. Sie wissen nicht einmal mehr seit 15 Jahren, wie Fleisch oder Fisch schmeckt. Also reden Sie am besten nicht darüber. Aber Herr Dr. Bornmänner, wir sind genau dort, wo wir vorige Woche aufgehört haben und vorvorige Woche aufgehört haben. Sie können für Ihre Vorwürfe ja nicht einmal Quellenangaben machen. Das ist ja überhaupt eine neue Dimension. Sie kommen daher, ja, erzählen in Sachen Onkel Bastis Märchenstunde, Basti Fantasti, erzählen eine Geschichte und Sie schaffen es nicht einmal, die Quelle. Profil. Jetzt! 5 Sekunden! Toll! Nicht toll! Fünf Sekunden! Ich hab's nicht einmal gelesen. Sind Sie so blöd, dass Sie nicht einmal ein Handy bedienen? Wenn Profilredakteure ein Buch über Herbert Kickl schreiben, wo es die Großeltern verwechseln, ich sag's nur, wenn Profilredakteure ein Buch schreiben, wo sie sagen, er wäre in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und veröffentlicht heute ein Attest. Wenn Profilredakteure, Herr Dr. Bornmänner, die im Jahr 2008 gemeint haben, Jörg Haider hätte 14 Stiftungskonten in Liechtenstein gehabt, das behauptet eine gewisse Ulla Kramer-Schmidt, die heute beim ORF um ihr Unwesen treibt. Und man kommt dann drauf, dass jede einzelne dieser Geschichte nach dem Wahlkampf falsch war, verlogen war, diffamierend war und im Übrigen schwer kriminell nach Medienrecht. Herr Dr. Bornmänner, dann diskutiere ich nicht mit Ihnen darüber. Deswegen habe ich gesagt, wer behauptet? Wenn das Profil behauptet, mit dem Profil wische ich mal den Hintern aus, damit Sie es genau wissen. Aber das ist zu hartes Papier. Aber jetzt kommen wir zurück. Verdächtigungen, Behauptung, Meinung, Anwürfe. Und Sie sagen es selber, da schwirrt jetzt so viel in der Gegend herum. Da muss man genau hinschauen. Herr Dr. Bornmänner, daher, dass so viel genau vor den EU-Wahlen herumschwirrt in den Medien, jeden Tag was Neues, kein Mensch mehr einen Durchblick hat, das hat vielleicht damit etwas zu tun, dass es in Österreich eine österreichische Volkspartei gibt, die den Staatsapparat bis in die kleinsten Fasern dieses Landes missbraucht und jetzt nun eine sogenannte Schmutzkübelkampagne inszeniert, weil sie selbst nur mehr bei 18% liegt und Angst hat, dass ihnen ihre Raiffeisenkonten gekündigt werden, ihre Mitgliedschaften bei den Landwirtschaftsgenossenschaften aufgekündigt werden, die Hälfte ihrer Bürgermeister, ihrer Nationalratsabgeordneten, ihrer Landeshauptleute, ihrer ganzen postengeschacherten Beamten verlieren. Ja, vielleicht liegt es daran, dass der ÖVP gerade der Arsch auf Grundeis geht und sie Umfragewerte gehabt haben, wo sie selbst unter Mitterlehner davon hätten träumen können. Da waren sie nämlich top
doppelt so stark unter Django Unchained und heute mittlerweile Richtung Friedhof gehen. Und ich sage Ihnen Folgendes, das erinnert mich alles an die Handschrift Lopatka in den 2000er Jahren, wo wir draufgekommen sind. Anonyme Anzeigen, gefakte Leserbriefe, Missbrauch der Justiz, Missbrauch der Staatsanwalten. Wir haben vor ein paar Monaten uns unterhalten über einen gewissen Herrn Pilnercheck. Können Sie sich erinnern? Wo wir bis heute nicht wissen, wie er überhaupt zu Tode gekommen ist. Wo wir bis heute nicht wissen, wo sein Laptop ist. Wo wir bis heute nicht wissen, wo sein Handy ist. Wo sein Haustür schließlich ist. Gar nichts wissen wir. Weil der tiefe schwarze Staat zugegriffen hat. Ein gewisser Herr Sobotka. Ein Innenminister in dem Land, die Amt missbrauchen. So. Um von dem abzulenken, zündet man jetzt FPÖ-Skandale. Und Sie sind ein nützlicher Idiot, der ohne Quellenangabe da erinnert sich. Profil. Ich habe was gehört, ich habe Profil. Was gehört. Herr Dr. Bornmeiner, Recherche ja von den ist der Feind von einer guten Geschichte, aber informieren Sie sich vorher. So, Sebastian, du hast ein ganz kurzes Schlusswort, bitte. Ja, also du berufst dich aufs Profil, dort ja. Wieder mal irgendwelche Chats, einer Chats, die sonst keiner hat, was auch nicht unbedingt für die Sauberkeit dieser Justiz spricht. Wann dauern diese Chats bei irgendwelchen Medien, teilweise auch und bei Chats, uns? Die der Herr Strache ja? Um 3 Uhr in der Früh geschrieben hat, ja. Für den lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Nicht ganz. Wissen Sie, was ich nämlich zu der Geschichte zu sagen habe? Aber Sie er hat ja mich Wort. Gefragt. Ja. Er hat ja mich gefragt. Er hat sich ja bei mir beschwert. Er hat sich ja bei mir beschwert. Ja. Vor 7 Jahren. Gut. Und hat gesagt, der Stadler und zur Sauerei und der wird dort als blauer Vertreter deklariert und haut uns jedes Mal ein. Und dann sage ich, dann rufst du halt den Fellner an und sagst, du kommst nicht mehr. Das war mein Vorschlag. So, wenn es kein Blauer ist. Das hat aber nicht übers Herz gebracht. Das hat aber offenbar nicht übers mittlerweile Herz gebracht. Also hat er Philipp Bustert vor seinem Freund. Er klagt mich allerdings noch immer. Er klagt mir jetzt auf 100.000 Euro. Das ist nur so nebenbei. Lieber Sebastian, Schlusswort. Mhm. Ich meine, er hat natürlich schon einen Punkt, wenn er sagt, wenn die WKStA das nicht ermitteln will und plötzlich kommt die nun wirklich nicht sehr gut beleumundete Wiener Oberstaatsanwaltschaft mit dem Herrn Fuchs und, Klammer zu, dem seligen Herrn Pilnercheck daher, dann hat das ein bisschen einen schlechten Geruch, oder? Nein, dass die ÖVP Dreck am Stecken hat und dass wir, ich meine, das ist ja kein, entschuldige, aber wenn Sie das ernst meinen würden, warum haben Sie dann den Herrn Haslauer zum Landeshauptmann in Salzburg gemacht? Warum haben Sie die Frau Mikl-Leitner, die ja wohl bitte die Godmother of Deep State ist in ihrer Diktion, zur Landeshauptfrau gemacht? Warum wollen Sie nach der nächsten Wahl unbedingt mit der ÖVP koalieren? Also das ist also die Scheinheiligkeit, also ist die Scheinheiligkeit der Freiheitlichen Partei, dass sie vor der Wahl die ganze Zeit so tut, als wäre sie das Opfer von irgendwelchen dunklen Machenschaften. Aber sofort nach dem Wahltag, das Erste, was sie macht, ist die ÖVP in ins Amt holen. Herr Dr. Also hören Sie einfach auf, mit der ÖVP zu koalieren. Ein Satz zur Güte. Wenn die Sozialdemokratie endlich bereit wäre, ihre Franitzky-Doktrin zu beerdigen und die Ausgrenzung der Freiheitlichen, dann hätten wir wahrscheinlich schon die dritte Periode eine sehr erfolgreiche blau-rote Regierung. Wenn es endlich anständige Leute in der und FPÖ haben, bereit, dann könnten wir sofort vor der Koalition machen. Sie hinkehren, nämlich vor Gericht und Herr am Ende helfen. Wenn endlich die anständigen Leute in der FPÖ ans Ruder kommen und nicht die unanständigen, die sind aus meiner Sicht am Ruder. Und deswegen, weil sie anständig sind und nicht käuflich sind, werden diese Bomben gezunken, diese die blauen Bomben. So, das war eine spannende Zwischenrunde zum aktuellen Thema, wo Sie vielleicht auch meine Meinung hören wollten, die ich versucht habe zu vermitteln. So, das war die angebliche FPÖ-Korruption, die blaue Bombe, Stinkbombe. Der Mann im blauen Sakko hat sie gezündet. Kurze Werbepause, dann haben wir noch zwei spannende Themen, nämlich den Streit ums Asyl und das Kalifat und den Streit um den Verbrennermotor. Ja, bleibt er jetzt oder geht er weg? Der Lopatka verwirrt uns, wie immer. Wir sind gleich wieder da. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schön langsam wird es heiß im Studio, nicht zuletzt angesichts der Außentemperaturen. Ich hoffe, Sie haben diesen Abend genossen und beschließen ihn jetzt sehr genussvoll mit Gerald Gross gegen Sebastian Bornmiener am Vorabend eines Feiertags, nämlich des 1. Mai. Bin gespannt, wie viele Syrer morgen mitmarschieren. Beim Aufmarsch der SPÖ am 1. Mai. Na, auf jeden Fall gibt es eine Riesenaufregung um den Zuzug der berechtigten, genehmigten, legalisierten Asylbewerber, Asylsuchenden, Asylbesitzenden, die jetzt ihre Familien nachziehen wollen, was ihnen ja eigentlich niemand übel nehmen kann. Die sagen, ich hätte gern meine Kinder und meine Frau auch doch, wenn ich hier bleiben darf.
Das ist jetzt der Fall. Und jetzt kommen pro Monat 350 Kinder, wie wir wissen. Also so, wie du gestern im Quiz richtig gesagt hast, 4.000 im Jahr. Das ist ein bisschen viel für die Wiener Schulen, weil dafür sind die nicht ganz konzipiert worden. Mit so einem Bevölkerungswachstum hat man in Wien nicht wirklich gerechnet. Jetzt geht sich das nicht aus, jetzt stehen überall Containerschulen und so weiter. Lieber Gerald Groß, du bist ja einer, der explodiert ja richtiggehend, wenn über diesen Asylstreit diskutiert wird, wann es darüber geht, warum der Herr Ludwig mit Recht eine Residenzpflicht in diesem Land fordert. Ich weiß nicht, ob ich es zitieren darf, aber ich tue es, weil ich es für notwendig halte und für sehr authentisch heute. Du kennst den Fall, du hast mit Alice Schwester sogar hier herinnen einmal ein Interview geführt. In unserem Fall, ich zitiere, in unserem Fall wurde der Ali auch als Minderjähriger von seiner angeblichen Familie nach Wien geholt. Leider wurde erst die Altersfeststellung gemacht, nachdem er unser Kind umgebracht hat. Das hat mir die Mutter von Leonie geschrieben. So. Also ich habe mit dem Ali nie ein Interview mit der Schwester. Mit der Niki, der Schwester von Ali. Nur damit man mit dem Sohn verwechselt, was ich jetzt eigentlich einmal beileibe sagen will. Nicht alles, was ein minderjähriger Flüchtling ist, ja, den wir dann als 14-Jährigen hier unbegleitet minderjährig aufnehmen oder noch 3, 4 andere Familienmitglieder aufnehmen, die alle als Minderjährige erscheinen, sind dann bei der Handwurzeluntersuchung tatsächlich Minderjährige, sondern wir kommen drauf, das sind 20, 22, 24-Jährige. Ich sag's nur mal bei dir. Aber es geht hier Ich bin durchaus der Meinung, dass der Ali, wenn er nicht gerade sitzt, weil er die Leonie umgebracht hat, wenn er nach einer lebenslangen Haft rauskommt, seine letzten Jahre genießen kann in Syrien oder in Kabul oder wo auch immer, dass er dort eine Familienzusammenführung verdient hat. Ja, und zwar mit seiner Familie und zwar in Kabul. Nichts in Österreich, nichts in Wien, nichts in Graz, nichts in Linz, sondern dort, wo er herkommt. Ich bin tatsächlich der Meinung, es soll eine Residenzpflicht geben. Ja, in Damaskus, in Syrien. Also wir tun in Österreich neuerdings laut Zuruf vom Herrn Ludwig eine Residenzpflicht. Die Flüchtlinge müssen dort bleiben, wo sie hereingekommen sind. Das fordert jetzt die rote Nomenklatura. Aber wenn es darum geht, die Residenzpflicht beispielsweise in Griechenland zu belassen oder in Italien zu belassen, dort, wo sie nach Dublin I und Dublin II als Erster hereingekommen sind, sind die Roten die Ersten. Das ist unmenschlich, das ist unmenschlich. So, da sitzt der Herr Ludwig in Wien, gibt einer dreiköpfigen Zuwandererfamilie, Asylwerberfamilie, 2.500 bis 3.000 Euro, lockt beim Gänsemarsch, habe ich gestern gesagt, put, mit meinem Steuergeld, dann kriegt er Millionen einer, dann schreckt er sich, hoppla, das sind zu viel, und dann sagt er, alle anderen sollen es übernehmen. Also ja, erstens, wir sehen, dass wir voriges Jahr 60.000 hereinbekommen haben, die einen Asylantrag gestellt haben. Bestenfalls 30.000 oder 35.000 haben überhaupt einen Beschluss, einen legalen, dass sie tatsächlich Asylbewerber sind, dann kommen sie in die Sozialsysteme rein. Jetzt kommen plötzlich 4.000, nächstes Monat 8.000, übernächstes Monat 16.000, die nachgeholt werden. Ich sage noch einmal, es verträgt Europa nicht, es verträgt Wien nicht, es verträgt Österreich nicht. Entweder wir bekennen uns dazu, dass wir temporären Schutz auf Zeit geben, dann geben wir es denen, die vor Krieg fliehen und bringen sie nach Beendigung des Krieges dorthin zurück, woher sie gekommen sind. Oder wir missbrauchen weiterhin sehentlich beim Untergang unserer Gesellschaft, dass das Asylrecht in Wahrheit missbraucht wird dafür, dass es eine unkontrollierte Zuwanderung gibt. Beim Untergang unserer Gesellschaft? Ja, logisch. Weltuntergangskassandra. Scholl Latour. Kein Rassist, kein Nazi. Greta Thunberg für Arme. Wie siehst du diese Problematik, die ja definitiv da ist? Die Schulen platzen aus allen Nähten. Das ist Wir werden alle sterben. Die Leonie ist schon. Ja, Ich bin deswegen dorthin gezogen, weil ich möchte, dass meine Kinder am Land aufwachsen. Weil die Stadt unerträglich geworden ist. Nein, Herr Groß, ich kann das schon selber sagen. Dann gibt es im Stadtpark auch. Sie sind gegangen, weil es ihnen in Wien ist. Sind Sie jetzt fertig?
Ja? Sebastian, okay. Bitte. Also, Sie Heuchler. Also. Sie sind auch. Ja, ja, ja. Ruhe. Ja, Sebastian, also, bitte. Die Weltuntergangskassandra da drüben, die uns seit mehreren Jahren erzählt, warum wir alle sterben werden. Zuerst wegen der Corona-Maske, dann wegen dem Ukraine-Krieg. Jetzt werden wir wegen des Asylwerber sterben. Ich halte es nicht mehr aus. Und die Menschen im Land haben es satt. Sie haben es satt von Gerald Groß, Harald Wilimski, Herbert Kickl und so weiter, jeden Tag zu hören, warum wir jetzt alle sterben werden. Also nicht böse sein, ich habe es satt. Okay? Die Leute haben ganz andere Probleme, echte Probleme. Echtes Problem ist nicht, wenn im Jahr 4000 Kinder und Frauen endlich einmal zu uns kommen dürfen. Endlich? Zuerst wurde ich immer aufgeregt, dass nur Männer sind. Jetzt kommen die Frauen, die Kinder, die wir immer auf einmal auch nicht haben. Also worum geht es wirklich? Es geht um Ausländerhass. Okay? Seien Sie wenigstens so ehrlich, Sie sind ein Ausländerfeind. Sie sind ein Rassist, Herr Groß. Stehen Sie endlich dazu. Sagen Sie es einfach, du nix da. Sagen Sie es doch einfach. Das ist das, was Sie sich wirklich denken, okay? Sie sind ein kleiner Rassist, ein kleiner Ausländerfeind. Okay, das wissen wir eh alle. Aber tun Sie es nicht so. Zuerst haben Sie uns gesagt, es war ja kein Problem, wenn die kommen würden, wenn es nur Frauen und Kinder wären. Jetzt wollen wir die Frauen und Kinder holen, hast, na, die können wir alle nicht aufnehmen. Also ist doch eine Heuchelei. Ich sage euch was. 4000 Menschen pro Jahr in Österreich unterzubringen, das werden wir auch noch hinkriegen. Kinder. Ich glaube, Kinder und Frauen. Also, das wirkliche Problem ist ja, und das muss man wirklich so ansprechen. Wir haben immer noch das Problem, dass die Leute, und der Vater Gerald Groß gerne hin und bejubelt ihn und macht Fotos mit ihm gemeinsam, dem Viktor Orban, der uns die Schlepper schickt, der uns die Vergewaltiger schickt und so weiter. Vielen herzlichen Dank. Da gehen sie ihm auch noch gratulieren, tun sie ihm noch Blumen geben. Und danke, Viktor, dass du uns die ganzen Kriminellen schickst, statt die EU-Außengrenzen zu sichern, was eigentlich sein Job wäre. Nein, stattdessen da Bussi Bussi mit dem Despoten in Ungarn und da schimpfen wir auf den Michael Ludwig, der sagt, ich werde sicher kein einziges Kind wegschicken. Und zu Recht sagt er das. Und das zeichnet ihn noch aus. Und das ist der Unterschied zwischen der FPÖ und der SPÖ. Gut. Da wird trotzdem, er will eine Residenz. Na, ist ja vollkommen er logisch. Das geht ich bin also nur, natürlich an die Kinder. Sei mal nicht böse, wenn der Papa nicht kommen darf, dürfen die Kinder ja auch nicht. Ich bin für eine verpflichtende Verteilung. Das überhaupt nicht. Ich bin für eine verpflichtende Verteilung. Also der eine holt, kann die anderen müssen. Halten Sie den Mund einmal. Ich bin dafür, dass auf Österreich verteilt, weil es nicht sein kann, dass die Bundesländer, wo die FPÖ in der Regierung sitzt, wie Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, ihre Quoten im Bereich der Asylaufnahme nicht erfüllen, aber gleichzeitig sich darüber aufregen, dass es in Wien zu viele Asylwerber gibt. Das ist ja vollkommen hirnverbrannt. Natürlich brauchen wir eine ordentliche, pro Kopf aufgeteilte Verteilung von Asylwerberinnen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn die Länder menschenwürdig mit den Leuten umgehen würden, hätte auch keiner Problem damit, in Salzburg, in Wels, in Oberösterreich, in Niederösterreich und so weiter zu bleiben. Nein, ich bin am Wort. Ja, ja. Und deswegen geht es mir auf die Nerven, dass wir eine rassistische, fremdenfeindliche Debatte führen, statt wirklich lösungsorientiert zu sein. Weil keinem einzigen Kind und keiner einzigen Familie ist geholfen, wenn wir jetzt irgendwelche ausländerfeindlichen Sprüche klopfen. Das, was wir wirklich machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass Wien entlastet wird, dass irgendwie 180% oder 190% Erfüllung der Quote macht. Also die ganze Zeit die Last von ganz Österreich tragen muss, während sich die Länder wie Oberösterreich und Niederösterreich, wo die Blauen an der Macht sind, unser Geld sich einstecken. Kurzes Schlusswort, ja, ja. Gerald Groß, du willst uns ja erklären, warum du Angst vor dem Kalifat hast. Also der erste warum haben Sie so viel Angst? Herr Dr. Bornmänner, der erste Punkt ist auch auf Gefahr auf Wiederholung. Ein Mensch wie ich, der von Schlesiern, Slowenern, Südtirolern, Deutschen und Australiern abstammt, kann einmal per se kein Rassist sein. Australien? Auch. Großteil meiner Familie lebt im Übrigen. Was wir alles erfahren haben. Die ganzen Brüder meiner Großmutter sind nach Australien ausgewandert. Und deswegen sind sie wissen, Australier, weil die Brüder ihre Großmutter nach Australien ausgewandert. Aber nur genial, damit sie oder? Sehen. Haben nur sie ihre sie Gene sehen. Dann verändert? Herr Doktor. Sind sie jetzt fangen wir nochmal an. Jetzt darf aber er sprechen. Nein, auf die Gefahr. Auch auf die Gefahr, geht auf deine Zeit. Auch auf die Gefahr, dass ich mich widerspreche. Der Bruder der Oma ist ein Aborigine. Einer, der von Schlesiern, Slowenien, Südtiroler und Deutschen abstammt und Verwandte in Australien hat, kann in Wahrheit keiner sein, der Rassist ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Schollatur mit dem Wort, wer halb Kabul aufnimmt, hilft nicht Kabul, sondern wird selbst zu Kabul, war auch kein Rassist. Aha. Helmut Schmidt, der gemeint hat, wir werden uns am Ende selbst abschaffen, wenn wir am Ende nur Menschen aus Entwicklungsländern haben Sie auch selber was zu sagen oder zitieren Sie jetzt wird andere im Leute? Ende auch kein Rassist oder kein Nazi gewesen sein. Ja. Herr Dr. Bornmänner, jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die ich heute was am Vormittag... Vom Bruder Ihrer... Eine Geschichte, die ich heute am Vormittag über authentisch gehört habe. Bitte Ruhe. Eine Familie hat im Lavantal Flüchtlinge aufgenommen. 5 Stück.
Laufendoll, oder? Laufendoll. Laufendoll. Damit du es verstehst. Ja, ja, ja. Im Laufendoll. Können wir zur Aussage fünf Flüchtlinge aufgenommen. Die fünf Flüchtlinge sind ordentlich versorgt, herzlich willkommen geheißen etc., sind sofort nach Wien gegangen nach zwei Wochen. Weil sie gelesen haben, dass es in Wien 700 Euro mehr Sozialleistung gibt. Ja gut, das ist ja klar. Nicht so. No. Herr Dr. Bartmann, haben Sie gehört? Ja. Wenn man also Menschen mit dem Steuergeld von anderen Menschen lockt, dass man ihnen ausraubt, den Wienern das Geld aus der Tasche zieht, damit man eine bereits im Lavantal integrierte Flüchtlingsfamilie nach Wien lockt, weil man ihnen mehr Geld gibt, dann darf man sich als Sozialdemokrat nicht wundern, Herr Dr. Bornmeiner. Das darf man einfach also, nicht. Wenn man in Wien auf sieben verschiedenen Sprachen, vor allem in Arabisch wirbt, kommt zu uns, weil wir haben mehr Sozialleistungen als alle anderen Länder. Wir geben 2.700 und nicht nur 2.000. Wir geben 3.000 und nicht nur 1.500. Kommt zu uns nach Wien, in den Landesgesetzen der Wiener. Kommt zu uns nach Wien, ihr kommt sofort, ihr kommt sofort in den sozialen Wohnbau, ihr kriegt sofort eine Sozialleistung, ihr kriegt 700 Euro mehr als in allen Bundesländern. Dann darf Sie nicht wundern, kommen wir mal zum kommen. Punkt. Aber jetzt sind wir beim Punkt. Es handelt sich eben nicht um Asylbewerber. Nein, es handelt sich um Sozialtouristen. Aha. Beim Lavandol war es auch sicher. Aha. Und in Italien war es auch sicher. Es handelt sich und in Zagreb war es auch sicher. Aha. In Sala war es auch sicher. Auf Lampedusa ist auch keiner erschlagen worden. Es handelt sich um Sozialtouristen. Die kommen millionenfach durch ihre Politik herein und sagen, meine. Ja, wo ist denn das beste Sozialsystem? Ja, Sie sind Meinungsmacher. Wo ist das beste Sozialsystem? Und Sie als Brandstifter sagen dann, da sind wir zu viele Ausländer. Ah, zu viel Kopf. So. Ich gehe ins Waldviertel. Ich will ja nicht, dass meine Kinder irgendwann Alu Akbar schreien. Und dann sitzen sie im feinen Zwirn aus dem Waldviertel kommen und sagen, natürlich muss der Räumerplatz türkisch werden. Natürlich muss Favoriten islamistisch werden. Und dann wundern sie sich, wenn plötzlich Ihre Freunde, für die Sie hierinnen reden, Kalifat. In Hamburg das Kalifat ausrufen. Ja. Was? Alu Akbar schreien. Das wollte ich hören. Das wird in Wien auch passieren. In Wien gibt es ganze Stadtviertel, die für die PKK und für die Grauen Wölfe demonstrieren, Herr Dr. Bornmeiner. Jawohl, die hätten in Wien auch hat lieber, Ihnen das Dominik nicht die hätten erzählt, in Wien oder? Auch lieber einen Großmufti, gut, wenn ich mir Ludwig anschaue, haben sie eigentlich eine hohe Idee, einen Großmufti, einen muslimischen, einen islamistischen, als einen demokratisch gewählten Bürgermeister. Wer also Menschen aufnimmt, die größtenteils aufnimmt und in Relation viel zu hoch, die unter Islamismus sozialisiert worden sind, sprachlich, gesellschaftlich, kulturell mit uns und Europa nichts zu tun hat, braucht sie nicht wundern, wenn sie irgendwann das Kalifat inmitten unserer Gesellschaft ausrufen. Droht uns das Kalifat? Du selber hast ja gesagt, die Situation an den Schulen ist derzeit keine gute, in der letzten Sendung. Nein, jetzt verhandeln wir es da wieder. Kann ich da alles beantworten? Definitiv. Bitte? Also wir haben ein Riesenproblem. Und alles in Ordnung. Darf ich Sie bitten? Bitte, wir wollen gerne den Schluss dieser Runde machen. Ich gebe Ihnen mehr Zeit, dass Sie noch Sebastian, Sebastian, du hast das Schlusswort, ich hoffe, er schweigt. So, ich hoffe, bitte, wir alle hoffen. So, also, Also, wir haben natürlich ein Problem an Schulen. Wir erleben auch, dass es Mittelschulen im 22. Bezirk gibt, wo die Sportplätze jetzt mit Containern gesperrt werden, woraufhin die Schülerinnen und Schüler und im 22. der Mittelschule sind nicht die Oberschichtkinder, die auf einmal nicht mehr Sport machen können. Das geht nicht. Das ist inakzeptabel. Das zu nutzen und zu missbrauchen für eine rassistische Debatte, das ist eine Frechheit. Und das geht nicht zusammen. Das ist genau der Punkt. Du sagst, mehr Geld für die Kinder, mehr Geld für die Schulen und die Sache vor allem eine Verteilung. Na, warte mal kurz. Ja. Erstens einmal, mehr Geld für die Kinder und mehr Geld für die Schulen ist immer richtig. Ja. Das ist nie falsch. Gut, jeder Euro in ein Kind investiert ist besser als ein Euro in Parteienführung für die FPÖ. Aber ich bin der Meinung, wir sollten dafür sorgen, dass es eine innerösterreichische Solidarität gibt, weil wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen, dass in Europa alle Länder gleichermaßen aufteilen und nicht alle nach Österreich kommen, es aber nicht einmal schaffen, dass die Kinder nach Niederösterreich, ins Oberösterreich oder Salzburg gehen. Ja. Und da muss man die FPÖ in diesen Bundesländern und vor allem auch die ÖVP in die Verantwortung nehmen und sagen, ja, dann nehmt das endlich auf. Ihr könnt nicht auf der einen Seite jammern, dass sie in Wien zu viel sind und dann dort zu wenig haben. Also das ist ja ganz einfach. Okay. Wo ist das Problem? Spannendes Schlusswort, spannende Diskussion, die wird ja bei uns bleiben, insofern als du uns ja das Kalifat vorher sagst, da werden wir noch einige spannende Diskussionen. Die CDU hängt jetzt in Deutschland 400 Wahlplakate auf Arabisch auf. Mhm. Naja, in einem arabischen Land ist linke Partei. Wir sind mit dieser Runde fertig. Ein Da Capo haben wir noch. Da geht es um die Autos von den beiden Herren. Darüber werden wir gleich sprechen. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt.
Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, wir sind zurück. Letzter Auftritt an diesem Vorabend zum 1. Mai, bevor alle zum Feiern gehen, bevor alle noch einmal gut schlafen, vielleicht ein Glas Wein, Prost in diesem Sinne. So, das heißt, dass ich heute noch eins trinke. Es gibt, es könnte gibt sein, dass Sie heute schon eine Flasche trinken haben. Es gibt wie immer ein Da Capo bei Groß gegen Born Männer, ein kurzes. Und da wollen wir uns einen besonderen Spaß erlauben. Beide Herren sind begnadete Autofahrer. Der eine kommt mit der Maserati. Der andere mit einem Audi, wenn ich richtig informiert bin. Beides Verbrennermotoren, muss man klar dazu sagen. Das ist schön, oder? Ja, das bekennende Verbrenner. Ja. Europäische Verbrennungsmotoren. Bekennende Verbrenner. Sebastian, jetzt bist du dran mit der Eröffnung. Mhm. Der Herr Lopatka, den du ja so liebst und dem du ja einen großen Wahlsieg am 9. Juni vorhersagst, hat gestern seinen Wahlkampf damit gekrönt, dass er sich plötzlich gegen das Verbrenner ausgesprochen hat, gesagt hat, wann er gewählt wird, dann wird er dafür sorgen, dass dieses Verbrenner aus 2035 nicht kommt. Also müsstest du fast Lopatka wählen. Also ich habe vom Andi Babler und vom Andi Schieder nicht gehört, dass sie ein Verbrenner aus vorantreiben würden. Sie haben aber dafür gestimmt. Ne? Das war ja, aber ich meine, entschuldige, wenn im Jahr 2035 Technologien so weit sind, dass wir umsteigen können, dann habe ich kein Problem damit. Mir ist doch völlig wurscht, womit man Auto fährt. Hauptsache, das Auto fährt. Also ich glaube, wir müssen da differenzieren. Du fährst jetzt aber nicht mit deinem E-Auto. Nein, das stimmt. Ich fahre nicht mit einem E-Auto, aus mehreren ganz praktischen Gründen. Weil es keine Steckdose aus dem Wald wird, oder warum? Nein, entschuldige, du brauchst schon eine Ladeinfrastruktur, wo du auf eine sinnvolle Art und Weise mit zwei Kleinkindern auch dich fortbewegen kannst. Wenn du in einer Umgebung wohnst, wo du keinen Arzt im eigenen Dorf hast, wo du keinen Billa oder keinen Supermarkt im eigenen Dorf hast. Das ist bei uns der Fall. Wir haben das alles nicht mehr bei uns im Dorf drinnen. Ja? Das muss für alles. Ja? Nein, ist halt so. Ich beklag mich nicht. Ja? Ich steige in mein Auto und fahre 10 Minuten und habe alles. Aber herrlich, mit Verbrennermotor. Aber mit Verbrennermotor. Ich würde auch mit, weiß ich nicht, Ananas fahren oder mit alten Cola-Dosen. Ihre ist mir völlig wurscht. Ne, da gibt es völliger Schwachsinn, rassistischer Unsinn. Aber Ihre Aborigine-Brüder oder der Bruder der Oma, der Aborigine ist, können Sie fragen, womit der fährt. Aber der Punkt ist der, ich fahre mit, mir ist das scheißegal, womit ich fahre. Hauptsache, ich kann fahren. Ich glaube, die Debatte, die wir wirklich führen. Mit einem Verbrennermotor und würde es gerne das ist so ein Mildhybrid. Das heißt, da gibt es irgendeine Einspritzung, damit es weniger CO2 ausstößt. Aber du würdest gerne weiter mit einem Verbrenner. Ich will vor allem weiter mit meinem Auto fahren. Das ist der entscheidende Punkt. Lass mein Auto nicht wegnehmen. Also die Debatte, auf die ich mich nicht einlasse, sind irgendwelche Leute, die mir sagen, ich soll jetzt mit dem Lastenrad meine Kinder von einem Dorf zum anderen fahren. Das mache ich nicht, die werde ich ja nicht wählen. Aber was ich, ganz ehrlich, mir ist doch wurscht, ob ich jetzt Diesel, Benzin, lass es mir aus. Die ausreden. Alma Sadic, die Leonore geht es. Darf er bitte fertig reden. Also ich werde mit Sicherheit, mir ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt Benzin, Diesel, Wasserstoff, Sauerstoff oder was auch immer. Aber du willst dein Verbrennerauto behalten. Ich möchte, nein, warte mal kurz, ich bin nicht bereit, auf eine Technologie umzusteigen, die keinen Fortschritt bedeutet. Fortschritt muss bedeuten. Das ist deiner Meinung nach bei E-Autos nicht der Fall. Nein, das ist dann, wenn wir keine ordentliche Ladestruktur haben, außer dass ich 10 Kilometer fahren muss, damit ich dann 3 Stunden warten vielleicht kann, auch dann damit ich noch mal 10 Minuten fahren kann. Der Strom dann aus dem Atomkraftwerk kommt, oder? Ja, vor allem dann kannst du sowieso schmeißen. Okay. Aber solange wir, ich habe es immer gesagt, wenn E-Mobilität so funktioniert, wie momentan die Verbrennermobilität funktioniert, ich fahre zu einer Tankstelle, die es in jedem zweiten Ort gibt, dort lade ich 30 Sekunden lang auf und ich kann weiterfahren, dann mache ich gerne eh. Ist mir vollkommen in Ordnung für mich. Ja? Aber solange es so ausschaut, dass ich einen halben Tag warten muss, damit ich dann 20 Kilometer fahren kann, können Sie mir gerne haben. Also ich bin ganz begeistert. Der Paradigmenwechsel. Ich war noch nie für E-Mobilität. Der Paradigmenwechsel von Dr. Born-Männer. Den haben Sie immer jagen können. Circa 5, 6 Millionen Menschen sind meine Zeugen, weil die haben das Video die letzten 5 Jahre gesehen, wie Sie da für die E-Mobilität gesprochen noch haben. Nie. Und ich habe Ihnen gesagt, auch E-Autos haben einen Reifenabrieb. Oder glauben Sie, dass die E-Autos ich hab fliegen? Ich habe noch nie für haben E-Autos Sie vor 5, 6 Jahren da erinnern, für die E-Autos Werbung gemacht. Und die Leute kennen das Video. Also aber jetzt zurück zum Thema. Jetzt zurück zum Thema, Herr Dr. Born-Männer und lieber Wolfgang. Ich habe ein bisschen ein Déjà-vu. In Deutschland gibt es vor 12, 13 Jahren die Diskussion, wir müssen die Atomkraftwerke abschalten. Da waren sie die Roten, die Schwarzen, Fukushima. Die Grünen, alle einig. Ja. Fukushima war fürchterlich, ein paar Sushi hat es gegrillt. Jetzt müssen wir die sicheren deutschen Atomkraftwerke abschalten. Gut. Dann sind die alle abgeschalten.
Dann kommt als erster ein christlich-sozialer daher, also ein Schwesterbruder vom Herrn Lobatka, nämlich der Herr Söder, der sagt, ich will die Atomkraftwerke wieder hochfahren. Er war aber der Umweltminister, der unterschrieben hat, dass sie abgeschalten werden. Und es so wollte, ansonsten er zurücktritt. Ja, jetzt haben wir das in Österreich auch. Da haben wir plötzlich rote Abgeordnete im EU-Parlament, schwarze Abgeordnete im EU-Parlament, grüne Abgeordnete im EU-Parlament, eine schwarz-grüne Bundesregierung in den informellen Räten, eine schwarze Kommissionspräsidentin, Frau Ursula von der Leyen, die alle übereinkommen, der Verbrenner muss weg. Der Verbrenner muss verboten werden. Dann kommen sie noch ein paar Jahre drauf, die 500 Arbeitnehmer, die bei Magna gerade ausgeflogen sind, ist keine gute Idee. Alpha-Elis stottert, scheiße, BMW geht uns ein, Audi geht uns ein, Porsche geht uns ein. Die ganze deutsche, österreichische Automobilindustrie, Deutschland Automobilindustrie, Österreich zu. Die hinaus? Gehen alle ein und dann kommen sie drauf, drei Wochen vor der EU-Wahl, na, wir wollen eh wieder den Verbrenner. Wir wollen eh wieder den Verbrenner, nachdem sie die gesamte Automobilindustrie ruiniert haben. Dann kommen sie drauf, nachdem ihnen die Umforderung abgerasselt, nein, wir wollen nicht. Da kommt der Babler drauf und sagt, nein, nein, ich rühre am Verbrenner nichts an. Ich habe das nie gemacht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Pontius Pilatus. Ja, dann kommt die Frau Gehwesler, ihre Freundin, da herinnen sonst gesessen, die Eleonore Gehwesler und die alle Leonore. Sagen, wie auch immer, wer es mir nicht mehr merkt, in 5 Monaten ist die Geschichte. Und dann kommen sie daher und sagen, so toll heute, wollt ihr von dem alles nichts mehr wissen? So, ich will fahren mit meinem Auto. Ich habe immer gesagt, ich will fahren. Und die letzten Jahre mit einem erhobenen Zeigefinger des gesagt, politischen Establishments. Faktum ist, dass die gesamte Diskussion uns die Automobilindustrie umgebracht hat. Faktor ist, dass unser europäischer Verbrenner erstens unseren Wohlstand garantiert hat, zigtausende Arbeitsplätze auf dem europäischen Kontinent, in Österreich und in Deutschland, Magna, AVL etc., der Autocluster in der Steiermark bis hin zu Steyr, in Wahrheit Stützen unserer Wirtschaft waren, nachdem wir sie jetzt durch Rot, Schwarz und Grün nachhaltig ruiniert haben, kommen alle wieder darauf, wir brauchen wieder den Verbrenner. Ich bin einer Meinung, ich sage, wenn einer daherkommt und sagt, es gibt eine neue Technologie, die am Ende auch bedeutet, dass wir gesünder leben, dass wir weniger Umweltbelastung haben, bin ich der Erste, der sagt, okay, dann stellen wir unsere Wirtschaft auf die neue Technologie um. Aber die ganze Automobilflotte auf E-Mobilität umzustellen, um dann neue Atomkraftwerke zu bauen, wie es die Franzosen gerade machen, wie es die Tschechen gerade machen, wie es die Slowaken machen. Also, weil wir unser Leben schützen wollen, Tschernobyl aufbauen, damit man mit einem E-Auto im Hochwasser stecken bleiben, weil die Batterie entweder explodiert oder eingeht. Herr Dr. Bornmänner, so blöd bin ich einfach nicht. Das sagt er ja dasselbe. Nein, das haben wir jetzt, das gebe ich Ihnen recht. Mit am Abend dieses Feiertags einer Meinung, dass ich das noch erlebe. Wo ich aber schon widersprechen muss, ist, weil der hört ja mit dem Weltuntergangsgeschrei nicht mehr auf. Das ist ja unglaublich. Ja. Jetzt höre ich gerade, die Automobilindustrie ist kaputt. Herr Gross, wissen Sie, wie viel Gewinn BMW alleine in den letzten 3 Jahren gemacht hat? 40 Milliarden Euro. Ein einziger Automobilkonzern in 3 Jahren. Im letzten Jahr Weltuntergang. 12 Milliarden Euro Gewinn. Herr Dr. Gewinn. Da kann sich die Frau glatten, weiß der, was Sie damit wissen, macht. Sie wissen, wenn die Gewinnmitteilung kommt, immer für ein abgelaufenes Geschäftsjahr. Wenn im Jahr 23er Gewinn außerkommt, dann können Sie sich sicher sein, dass es im Jahr 22 und 21 recht gut gelaufen ist. Aber nachdem die Europäische Union im Jahr 23 und 94 die Automobil 24 die Automobilwirtschaft kaputt machen, frage ich mich, wie die Gewinnbilanzen ausschauen im Jahr 25. Ja, wir haben wohl bei Rücklagen haben wir mit 40 Milliarden. Es stellt sich ja die Frage, und das ist die letzte, die ich an diesem so feierlichen Vorabend des 1. Mai stelle, es stellt sich ja die Frage, ob wir uns bei der Klimadiskussion nicht alle verrannt haben. Ja? Jetzt bauen wir alle Elektroautos wie verrückt, kommen drauf, das geht nicht, weil wir brauchen dafür Atomkraftwerke. Ja. Ich glaube, bitte. Hat sich die Frau Gewessler verrannt und ist es richtig, dass die Frau Edtstadler sagt, wir machen deinen Klimaplan ganz sicher nicht? Also ich glaube, dass wir bei der Klimadebatte etwas erleben, das ganz normal bei jeder Debatte ist. Wir haben eine Pendelbewegung und jetzt schlägt es in eine andere Richtung. Wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir sehr viel auf die sogenannten Klimakinder gehört und haben auch meiner Meinung nach berechtigterweise hingehört, weil es gut und wichtig ist, dass 15, 16, 17-Jährige auch ihre Ängste, Sorgen und Meinungen mitteilen. Und jetzt? Und nein, aber warte mal, ich lasse mir doch nicht mehr Politik machen in dem Land von 9 Millionen Menschen, von irgendwelchen 15, 16, 20 oder 25-Jährigen, die ganze Zeit. Nein, ich lasse mir weder von irgendwelchen Weltuntergangs-Kassandras in Bezug auf Migration mein Leben zerstören, noch lasse ich es mir von irgendwelchen Klimahysterikern zerstören. Ich finde, wir sollten zurück zum Hausverstand und zurück zu den Sachen, die wirklich wichtig sind. Zurück zum Ursprung. Nein,
Das ist ein Ursprungbauer. Herr Gross, wenn es darum geht, machen Sie keine Werbung für einen Konzern, wenn es darum geht, dass wir die Wälder schützen, bin ich ein Naturschützer. Bin ich das selber wie Sie? Genau, aber diese Hysterie, wir werden ein Kalifat haben oder wir werden alle sterben. Das haben wir in Hamburg. Das ist doch lächerlich. Jetzt hört es doch auf, wie hysteriker sind, Migrationshysteriker und die Klimahysteriker, kannst du gleich einpacken, habe ich satt. So. Weil spannend. Deswegen sitzen, wohnen Sie nicht in Hamburg, sondern im Waldviertel, weil da haben Sie Sebastian Bornmena platzt am Schluss dieser spannenden Diskussion die Hutschnur wegen der Klimahysteriker. Mit viel hätte ich gerechnet, aber mit dem nicht. So, war ein spannender Abend. Morgen ist 1. Mai. Demonstrieren Sie bitte sehr freundlich und sehr nett, egal mit wem immer. Oder schauen Sie sich die Demos und die Reden dazu morgen auf OE24TV an. Ab 10 Uhr sehen Sie alle, die da morgen den Mund aufmachen, vom Michael Ludwig bis zum Andi Babler und vom Wilimski bis zum Herbert Kickl. Und vielleicht spricht er sogar der Nehammer zu uns, was weiß man. Das war ein Dienstag, der 30. April. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden fürs Diskutieren. Ja. Schöne Heimfahrt mit den Verbrennermotoren. Brumm, brumm. Ja, brumm, brumm. Und, piep, piep. Ihnen morgen ein schöner 1. Mai-Ausflug mit Ihrem Verbrennermotor. Lassen Sie es sich nicht verdrießen. Guten Abend, gute Nacht.